Prost, die Dame, Prost, die Herren. Prost. Schon wieder auf dich. Prost. 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 Und willkommen beim Biertaucher Podcast 264. Heute mit Anna, Horst, Stefan, Dennis, Gregor, Markus. Okay, ja. Das Ganze findet statt. Freundliche Unterstützung von WooCommit.com, der Online-Marketing-Agentur vom Jörg aus Österreich. Vielen Dank an dieser Stelle. Danke, Jörg. Und danke an alle Flatterer und ans Klebemonster sowieso. Immer herzlichen Dank. Und ganz neu danke an unseren Patreon. Wir haben einen tatsächlich auf Patreon, aber ich habe so lange nicht reingeschaut, dass ich das erst vor kurzem gemerkt habe und ihn dann angeschrieben und er hat es auch schon vergessen gehabt. Also. Aber es gibt uns auf Patreon. Wow, ich muss mal drauf schauen. Ich habe unsere Patreon-Seite noch gar nicht angeschaut. Ja, ich auch. Ich habe bis heute nicht kapiert, wie das funktioniert. Ich wüsste nicht, dass wir eine haben. Habe irgendwann mal eine angelegt. Ja, das hat jeder schon noch Seite gefunden, der Link. Das war schon mal hier Thema der Folge. Dass es die schon gibt, ne? Dass es die geben soll. Und bevor wir uns vernörden, liebe potenzielle Flatterer, Flatter lebt. Flatterer lebt. Die basteln schon am Flatterer 2.0. Ja, da können wir nachher vielleicht noch ein bisschen drüber reden. Das ist also wir sind nach wie vor flatterbar. Genau, es ist ja durchaus diskutabel. Aber machen wir zuerst einen Teaser, oder? Bitte schön, ja. Datum und Ortsang, glaube ich, müssen wir noch machen. Heute ist der 12.07.2016. Und da es geregnet hat, befinden wir uns beim Garib in der Zypresse, Westbahnstraße 35 A1070 Wien. Am hintersten Tisch. Genau, wo die seltsamen Leute sind. Das ist der Biertaucher Stammtisch. Teaser. Jetzt aber der Teaser. Ja, ich habe diesmal gar keine Themen. Ich habe die ganze Woche This War of Mine gespielt. Bist du schon Warlord? Ich kann noch mehr erzählen davon vielleicht. Und vielleicht kam ich ja noch ich habe noch alte Themen, vielleicht kam ich da auch nicht so raus. Ich habe lauter Kleinigkeiten. Außerdem ist mir mein Radl geklaut worden. Was? Kriminalfall. Ja, oh. Ja, da gibt es nichts Krimineller. Also ja, natürlich ist es kriminell, aber es ist unspannend. Aber ärgerlich. Stefan? Ich habe einen alten, neuen Notebook. Yeah. Okay. Dennis? Ehrlich zu sein, habe ich völlig vergessen, nur nachzudenken, dass man hier ja mit Themen daherkommt. Okay. Ich habe nach 264 Sendungen mir so etwas wie eine Vorbereitung gemacht. Ich habe eine Wikipedia-Seite ausgedruckt, damit ich besser über ein Buch erzählen kann, weil das so kompliziert war. Das ist Postkapitalismus, was ich schon seit 4 Folgen versucht zu erzählen. Wow. Und ansonsten habe ich diverse kleine Nachrichten, die ich erklären kann. Und ich habe etwas erlebt. Ich war nämlich auf einem Lärm, also zu einem Rockkonzert. Festival, ja, ich habe aber einen Experten mitgebracht, der auch dort war. Der erzählt vielleicht davon. Ja. Gut. Dann, dieser aus. Was dieser aus. Termine. Genau. Termine und machst du das Feedback? Yes. Okay. Also, wir haben wieder Feedback bekommen, nämlich von einem Hörer. Wir freuen uns sogar sehr. Und der hat eigentlich ziemlich handfest geschrieben, das war ziemlich gut. Also es gibt erst einmal Kritik für die Anna, da hat er geschrieben, nämlich was sie nicht interessiert, ist der Beziehungsquatsch, den manchmal von Anna erwähnt wird. Aber also Anna, die konstruktive Kritik. Anna, erst einmal kritisiert. Wurde gut aufgenommen. Als Emoji gibt es die schon, aber noch nicht als Audio-Sample. Ja, kommt besser als das. Audio-Emoji. Ist die Stalker-Geschichte im Endeffekt? Ja, wahrscheinlich. Ja. Aber wofür wir gelobt werden, ist zum Beispiel das durchweg hohe technische Level, insbesondere von Hart und die Aufnahme. Von denen, die nicht immer mit podcasten. Schöner Also indirekt. Sehr zahlwatschend. Außerdem das schöne Leben, woraus schon einige Empfehlungen mein Leben verschönert haben. Und das Bitcoin-Update war auch immer großartig. Fand ich ja auch, haben wir eine Zeit lang ja immer hinten dran geschnitten von unseren Freunden. Vielleicht kriegen wir wieder mal einen Andreas. Ich müsste mal den Andreas wieder kontaktieren. Ich weiß gar nicht, hast du in letzter Zeit Bitcoin-Update irgendwas? Nein. Ich glaube, das ist auch... Ich kann eine Bitcoin-Story erzählen, aber sie ist nicht sehr... Okay, aber bezüglich des Podcasts weiß ich jetzt auch nicht. Müsste ich nachschauen.
ob es den überhaupt noch gibt, benutze. Diese Statistiken lasse ich aus. Ich bin überhaupt so eher der verbale Antwort. Ja. So. Was haben wir noch? Genau, ich interessiere mich für folgende Randgruppen, ist die Frage, blablabla. Und da ist die Antwort, bitte bleibt einfach authentisch und redet weiterhin über das, was euch in den Sinn kommt. Na, das ist ja herrlich. Das ist so die Antithese zu dem, ja genau, wir sollen nicht jede Anekdote, die uns in den Sinn kommt, erzählen. Aber wir freuen uns auf jeden Fall sehr über Feedback. Ja, und ich habe es auch ausgerichtet, da gibt es einen Zusatz. Ich habe das natürlich an Harald und Johnny weitergeleitet, das Feedback. Mhm. Und Johnny hat geantwortet aus Sydney und sich sehr gefreut und gemeint, er kommt vielleicht irgendwann wieder mal. Wow, Sydney. Er ist jetzt gerade in Australien, ja. Oh, schön. Der Obergebäude. Ja, er hat ein Foto geschickt, wo er vor dieser Oper... Wirklich? Ja, oh, muss die ganze Zeit den Kopf nach unten hängen. Gut, so viel zum Feedback. Und danke, weiter Feedback. Bitte weiter Feedback, ein Formular ist auf jeder Shownote-Seite. Du wolltest Termine. Spiele-Design Camp Open Innovation Summer Lab 21. bis 25.08.2016. Weißt du was dazu? Nein. Gut, ja mit. Codewig EU 15. bis 23. Oktober 2016. Ja, sollte ich was wissen. Weißt du was dazu? Ja, bisher. Bitte. Ich bin jetzt, glaube ich, Ambassador von Österreich für Codewig, weil ich war so auf einem Treffen und ja. Und es gibt demnächst mehr dazu. Auf jeden Fall, die Österreich, also bei diesem Treffen wurde beschlossen, Codewig EU ist eine ursprünglich, glaube ich, slowenische Initiative und jetzt halt eine europaweite Initiative, wo es darum geht, Programmieren populär zu machen, speziell bei Schulen natürlich. Und der Austria-Fokus ist jetzt halt nicht nur in dieser Woche Veranstaltungen zu machen, sondern kontinuierlich das Jahr über zu arbeiten, was ich hiermit versuche. Machen wir alle zwei Wochen einen Podcast. Genau. Ja, das ist eine Initiative, die Programmiersprachen übergreift, die so besonders. Ja, okay. Und die sind auch so ganz Gender und alles. Also offen. Offen. Ja. Gut so. Ich bin auch dort, soweit ich das mitgekriegt habe, der einzige Open Source Apostel. Also, da war es aber schwer. Also zumindest dem, der das da an den Mund führt. Okay. Aber also ich bin noch nicht sehr lange. Bringst du diesen Aspekt auf? Ja, ja, und reite dann natürlich drauf herum, aber ich kann noch nicht viel erzählen, weil ich erst bei ein oder zwei Treffen war. Gut. Cool. That's it mit Terminen. Aber Entschuldigung, eins kann ich sagen zum Codewig-EU-Treffen, also man braucht keine besondere Genehmigung, um irgendwas zu machen. Man braucht nur, wenn man eine Veranstaltung hat, die irgendwie mit Programmieren zu tun hat, das halt den Codewig-EU-Leuten sagen, damit die das auch publizieren können auf ihren diversen Webseiten. Und ich glaube, man sollte dann so ein Pickerl irgendwie auf die Webseite tun oder so ein paar Mal, um halt das kenntlich zu machen, dass das ein Teil von Codewig EU ist. Mhm. Aber es ist sehr, also sehr locker, das Ganze. Man muss keine Lizenzgebühr zahlen oder sich irgendwo um Erlaubnis fragen oder so, sondern die Freunde, die haben so eine Duokratie, der was macht, der erzählt. Okay. Ah. 19.06. IoT Austria Workshop. Ah, da wären wir beim Harald, oder? Einmal beim Harald, ja. Das ist schlecht, weil das ist schon fast einen Monat her. Entschuldigung, 19.07. Also nächsten Dienstag. Ah, okay. Aber ich wollte eigentlich hingehen. Hey, das wäre cool. Dann kannst du aber nicht podcasten, ne? Du könntest sozusagen eine Außenreportage machen dann. Wir geben dir ein Mikro und dann sollst du... Müssen wir mal schauen. ...deine Erlebnisse erzählen nachher dann. Sonst Termine? Nichts auf der Liste. Ich habe auch nichts im Kopf. Friday Nights Cutting? Ich müsste da eigentlich auch mal ja, stimmt, genau, jeden Freitag. Kommen und ja, uns mit bejubeln. T-Shirt, ja. Bisher bin ich nur einem Fan überhaupt beim Friday Nights Cutting mal begegnet. Und der sitzt jetzt hier. Ah, die ganze Zeit. Stimmt. Okay. Ja, man macht Fehler, ne? Ansonsten treffe ich nur Leute, die ich sowieso schon vorher kannte. Ja, ich auch. Wir doch Podcast, die soziale Inzucht Wiens. Jo. Ich habe eine schöne nerdige Sache. Und zwar, ich habe ja auf einem Chromebook Ubuntu installiert. Und ich bin ja so ein Exot, der dieses komische Neo 2 Keyboard Layout verwendet. Das kann man dort auch unter Linux ja recht nett einstellen. Der einzige Haken, der ist, dass bei einem Chrome auch die Verdrahtung sozusagen von der Tastatur ein bisschen anders ist bei einem Chromebook, nämlich da gibt es keine Caps Lock Taste, sondern die Taste ist dort mit so einer Lupe für Suche beschriftet. Und diese Taste funktioniert dann unter Linux
Anfänglich einmal nicht. Dann kann man ein bisschen recherchieren und draufkommen, ja, man kann Tasten ummappen und auf die Art und Weise das hinkriegen. Da gibt es ein kleines Kommandozeilentool, das heißt XModMap, und mit dem kann man dann einzelne Tasten auf was anderes umstellen. Mhm. Und dann muss man eben sagen, wo diese Taste da ist, diese Caps Lock, das soll jetzt dann Meta 3 sein. Also das ist die Taste, die auf die dritte Ebene umschaltet. Das ist die erste Sonderzeichenebene, also so für runde Klammern und eckige Klammern, so dieses Standardgemüse. Das funktioniert dann recht super überall, außer in Firefox. Was wieder okay. Ein bisschen nervig ist, das bedingt dann wieder, dass man in Firefox keine Sonderzeichen eingeben kann, also keinen Slash in ein URL oder sowas. Und so. Das ist recht störend. Habe ich mir gedacht, na kein Problem, installierst einen anderen Browser. Habe ich Chromium drauf installiert. Chromium ist noch nicht vollständig portiert auf die Hardware. Der crasht instantan. Ouch. Habe einen dritten Browser installiert, der war Midori, also der Midori, der funktioniert ganz gut, ist aber gähnend langsam, also irgendwie, das war alles nicht so recht. Und darum habe ich mir dann mich einmal die Woche hingesetzt in einem ruhigen Stündchen und habe wirklich recherchiert, um was es da geht und was da eigentlich das Problem ist, warum das bei Firefox nicht geht. Und es läuft schlussendlich auf das hinaus, dass GTK-Applikationen noch ein zusätzliches Tastatur Layer sozusagen dazwischen haben und dass es für GTK noch ein weiteres Tool gibt unter GNOME und damit auch unter Ubuntu Mate, was ich da drauf installiert habe, wo man noch einmal Tastatureinstellungen überschreiben kann. Und dort, das ist sogar GUI-Applikation, da ist dann einfach ein Häkchen, das man setzt, wo man dann sagt, Meta 3 ist linke Windows-Taste sozusagen, weil das ist sozusagen in der Verkabelung die linke Windows-Taste, die da ins Caps aufgewandert ist. Und siehe da, seitdem habe ich einen vollständig unter Linux und mit Neo 2 verwendbaren Laptop und jetzt funktioniert er wirklich. Mhm. War dann richtig glücklich, auch mein Ruby läuft und mein Rails läuft. Und jetzt spiele ich ja herum ein bisschen mit Elixir. Ist natürlich wieder nicht vollständig portiert auf ARM. Also jetzt habe ich wieder das nächste gefunden, an dem ich basteln kann. Aber an und für sich funktioniert das Ding recht hübsch. Und damit ist jetzt meine Herumwandertasche, meine Laptop-Außentermintasche von 4,5 Kilo auf 2,5 Kilo schön abgespeckt, weil das Ding viel leichter ist und der Akku halt 9 Stunden darunter. Also brauche für den ganzen Arbeitstag keinen zweiten. Und du schließt schon eine echte Tastatur an oder hast du so eine Bildschirmtastatur? Nein, das ist kein Tablet, das ist ein Chromebook. Das heißt, das ist vom Formfaktor ein Notebook. Braucht man keine Tastatur anschließen, okay. Da ist eine eingebaut, die ist auch an und für sich in Ordnung, aber halt immer ein bisschen komisch belegt. Und wenn du es von Anfang an gewusst hättest, dass es dieses GTK-Layer gibt, also würde es prinzipiell reichen, nur das im GTK zu konfen, oder muss man beide Layers konfen? Gute Frage, ich habe das andere nicht gelöscht und daher nicht, weiß ich es nicht. Also wenn man auf Kommandozeile nicht Wert legt, dann würde es auf jeden Fall gehen, weil sozusagen im GUI-Bereich sieht es überall. Ach ja, aber das... Nein, ich weiß es doch, weil ich habe es aus den Settings dann wieder rausgenommen, es geht ohne. Also ich habe die ich habe es in der Bash-AC konfiguriert gehabt, habe es dort rausgenommen und dieses Setting gewinnt. Ah, okay, na gut. Also das gewinnt also mein... auch unter einer Bash, also man... unter einem Standard-Mate-Terminal. Also nicht Bash, sondern... Mate-Terminal ist eigentlich die Applikation, wo das... drinnen dann läuft wieder. Achso, du hattest es nur in der Konsole das Problem oder hattest du... Ich hatte nur im Firefox das Problem. Aber vorher hattest du ja mit Xmod Key umgestellt. Ja, da hatte ich wirklich überall das Problem. Ja, aber... Und wenn ich es dort umgestellt habe und in der Bash AC standardmäßig dort reingeschrieben habe, hat es in allen Applikationen funktioniert, ja, außer in Firefox. Aber das hat nichts mit dem Terminal zu tun, sondern das könntest du auch als Autostart einrichten. Ja, klar. Ja. Jetzt hast du es bei GTK gelöst. Wir sind noch tatsächlich glatt jetzt ungefähr 90% der Begriffe schon mal begegnet mit dem Geld. Gell, du schaust. Ich bin jetzt gerade in Prinzipsprachen. Ich bin erstaunt. Man könnte auch sagen, es ist nur ein Herumprobieren, bis endlich alles funktioniert. Ne? Ja, ich würde sagen, der Alte. Wir haben schon zu oft darüber geredet. Aber es ist wirklich ganz hübsch. Es ist ein 250-Euro-Gerät und es ist damit ein brauchbarer Laptop in 9 Stunden. Akkulaufzeit und Full-HD-Screen, das kriegt man kaum und das gehört sonst. Das klingt eigentlich echt gut. Ja, für den Preis. So viel rumlatschen und so ist das echt nett. Ja, als Bereitschaftsgerät zum Beispiel. Als bitte? Als Bereitschaftsgerät. Was ist denn Bereitschaftsgerät? Ja, wenn du Bereitschaft machst und ja. Kannst mitschleppen. Ja, vielleicht. Ich meine, es ist jetzt nicht, also du willst kein Number Crunching da drauf machen, das ist ein Quad-Core ARM-Prozessor mit, ich glaube, 1,6 GHz. Aber für so Office-Zeug und so und ein Editor und so. Konsole. Wie schwer ist das Ding? 1,4, 1,5 und sowas. Dann bleibe ich bei meinem Laptop. Mit Lüfter.
Kein Lüfter? Kein Lüfter. Da bewegt sich nichts und da hörst du nichts. Das ist schick. Full HD und 13 Zoll Display. Das ist, also das ist das, das gibt es in kleiner, das gibt es als 11 Zoll auch. Dann hat es, glaube ich, ein bisschen weniger Auflösung. Wobei das gibt es eh gar nicht mehr zu kaufen, weil das ja eine alte Serie ist. Nicht? Also das sind, die haben jetzt alle nachfolgende Modelle. Okay, dann im Prinzip bin ich mit meinem Laptop dann auch glücklich, nur dass es halt das zehnfach ungefähr kostet. So ungefähr, genau. Ja. Weil das ist ungefähr das, was ich auch habe. Und da habe ich halt auch weniger Hemmungen, das am Fahrrad mitzunehmen oder so, weil im Worst Case sind 250 Euro kaputt, minus dem, was ich schon es sozusagen abgeschrieben habe, geistig, weil ich schon ein paar Jahre damit gewerkt habe. Aber ganz manierliches Ding. Mhm. Nerd-Themen irgendwer? Techie-Themen? Ich ergehe mich in sonst so in Real-Life-Sachen und Politik. Oh, was? Oh, yeah, yeah. Schnell, ja, okay. Legt euch was. Gut, nachdem jetzt Avast, ein Viren, eine Virenbude, also ein Hersteller Antiviren-Software, jetzt AVG aufgekauft hat, möchte ich nochmal vor Virenscanner warnen. Sie tunlichst zu deinstallieren, um sicherzugehen, dass man da nicht drüber einsteigen kann. Jetzt für alle Plattformen stichst du das aus? Ja, für alle Plattformen. Ja, aber ganz ohne Virenscanner, so ein Windows ohne Viren? Also inzwischen ist der Virenscanner schlimmer. Möchte ich mich distanzieren. Naja, aber es gibt ja diese Microsoft Essentials, oder? Und da ist ein Antivirenprogramm von Microsoft. Ja gut, okay, von dem habe ich bisher noch nie was gehört. Das ist ein gutes Zeichen. Lass mal das mal drucken, die anderen würde ich nicht. Okay. Also ich kann mir jetzt ehrlich gesagt nicht vorstellen, wie man Windows betreiben kann ohne irgendeinen Virenscanner. Das ist mich auch nicht daran, aber ja. Sagen wir also, so, ob man das mal benutzen kann. Ich stelle jetzt eher die umgekehrte Frage. Kann man sich es trauen, einen Virenscanner zu installieren? Weil nämlich der Virenscanner wird dieses Jahr auf jeden Fall Flash überholen mit den Einfallstoren. Ich hatte wirklich schon ganz lange kein Windows mehr. Ich kann mich nur noch erinnern, das letzte Mal, als ich ein Windows hatte, hatte ich dermaßen viele Viren, die ich dann ständig am Entfernen war, dass ich dann beschlossen habe, ich habe keinen Bock mehr auf Windows. Ja. Aber deswegen stelle ich mir das schwierig vor, eben Windows zu benutzen ohne Virenscanner. Ja, zumindest wird das Problem jetzt eigentlich nur verstärkt, dadurch, dass die Virenscanner jetzt mal so richtig abgetastet werden. Die werden so richtig schön von oben bis unten in den Eingeweiden abgetastet und das bröckelt hier hinten und vorne. Das heißt also, da ist keine Substanz dahinter. Und deswegen sollte man... Im Prinzip kann man sagen, die Viren sind jetzt nur nicht mehr so bemerkbar. Sie greifen den Virenscanner an, nisten sich im Rechner an und schalten den Virenscanner je nachdem sogar aus oder sagen dem Virenscanner, mich bitte nicht berücksichtigen oder sonst was. Oder es wird zum Virenscanner. Also im Endeffekt, ja, das ist auf jeden Fall ein Riesenproblem. Aber zumindest ist das Problem kleiner, wenn man den Virenscanner deinstalliert. Das heißt... Aber dann, also ich muss jetzt wirklich ganz naiv fragen, weil ich schon ewig kein Windows mehr benutzt habe. Das heißt aber dann, dass die Viren inzwischen schon mal so fortgeschritten sind, dass man diesen Computer noch für irgendwelche Sachen benutzen kann. Oder ist es, weil es gab mal eine Zeit, da konnte man den ja wirklich nicht mehr benutzen. Ja, also es gibt zwei Richtungen. Es gibt zum einen die Viren, die versuchen einfach nur ein Botnetz bei dir zu betreiben. Da solltest du in der Regel nichts von merken, außer plötzlich dein Internetprovider sperrt dieses Internet, weil du halt ein Botnetz betreibst, weil du an einem hängst. Und die andere Möglichkeit ist, du merkst es sofort, weil du dann direkt eine Meldung bekommst, überweisen sie mir uns doch bitte ein, zwei Bitcoins, damit du deine Daten wieder bekommst. Ah, ja. Aber mit einem Virenscanner hast du dann sowieso schon längst verloren. Wenn das passiert ist. Also das macht keinen Unterschied. Ich denke eher, Backups sind eine gute Lösung. Und zwar Offline-Backups, in dem Sinne, dass es auf einer externen Festplatte ist, die man auch abklemmt. Verschlüsselt. Weil sonst kommt der Virenscanner dort auch hin und verschlüsselt die Daten. Also kommt der Virus dort ja auch hin und verschlüsselt die auch. Ja. Und mit Offline tatsächlich physisch getrennt. Ja, ja. Eben. Ja. Und Backups ist sowieso eine wesentlich bessere Idee. Also die beste Absicherung gegenüber Viren ist ein ordentliches Backup. Oder ein ordentliches Betriebssystem.
Oder das. Aber ich weiß, dass die Leute sich eher nicht von Windows wegbekehren lassen. Also schlage ich lieber mal vor, Virenscanner deinstallieren und Backups machen. Regelmäßig. Ja, wir können davon umschwenken zu einer Virenart, der besonderen Art der Online-Werbung. Weil du vorhin über Flutter gesprochen hast und die wollen ja jetzt neu durchstarten und die haben eine durchaus diskutable Partnerschaft eingegangen mit dem Adblocker Plus. Sagt dir das was? Adblocker. Mhm. Also Adblocker. Das war oder ist eine Online-Werbung-Blocker-Extension, die kann man sich installieren und die ist halt immer wieder in der Kritik, weil sie sich sozusagen, werden sie bezeichnet als Wegelagerer des Internets, weil sie sich von gewissen Firmen, Online-Werbern bezahlen lassen, dass diese Werbung durchgeschalten wird. Ja. Mit Auflagen zusätzlichen. Es ist nicht nur so, dass sie Geld verlangen. Ich war bei einem Vortrag in der Republika, sie versuchen es so, dass sie, also sie verkaufen es so, dass sie eine Charta haben, so wie sich gute Online-Werbung aufzuführen hat und wenn man das erfüllt, dann kommt man noch durch. Ja. Aber ganz so transparent und so, wie sie es kommunizieren, wie gesagt, äußerst diskutabel. Genau, und ich bin dann nur drauf gekommen, weil das im letzten Not Safe for Work oder so im Podcast vorgekommen ist und der Typ mit Love ist ja mit den Flutter-Leuten irgendwie gut näher bekannt und so. Und der hat halt gemeint, mit dieser Kooperation, du musst halt diese Extension installieren, lösen sie ein großes ein Problem für Flutter. Sie entledigen sich nämlich dann für Flutterer des Flutter-Buttons an sich. Dass der nicht mehr lösen muss. Es ist dann nämlich so, soll dann in weiterer Folge die Lösung sein, dass wenn du eine Seite anbrauchst und dort durch gewisse Heuristiken wird dann halt gemessen, dass du jetzt nicht nur aufmachst, zuschlägst, sondern auch ein bisschen dort rumliest, dass dann automatisch eine Seite dort geflattert wird. Wobei, das haben sie extra gesagt, du hast dann noch so den Ich will gar nicht da sein Button. Also wenn du angenommen eine Pornoseite klickst oder irgendwas, kannst du sagen, nein, die wird jetzt nicht geflattert. Okay. Aber das ist dann von dir ein Zusatzaufwand. Und sonst hast du praktisch in deinem Browser eine Autoflatter-Sache. Witzigerweise hat die Firma Kachingel genau dieses Konzept schon probiert. Ja? Ja. Ich weiß aber nicht, was aus denen geworden ist. Ich glaube, sie sind pleite gegangen. Die waren so eine Art Konkurrenz zu Flutter, nur waren nicht mit einem Button, sondern halt mit einer Browser-Extension. Und dann wurde automatisch die URL dann, die du aufgerufen hast, sozusagen begünstigt. Mhm. Adblock Plus ist aber ziemlich weit verbreitet und das heißt, wenn das mitgeschleppt wird, bedeutet das, dass das auf jeden Fall eine Kombination ist, die ganz fruchtbar sein könnte. Es ist jetzt nicht so, dass ich Adblock Plus empfehlen kann, aber es ist so aus deren Sicht natürlich einmal ein durchaus Ding. Ich meine, aus Flutters Sicht ist das natürlich ein sinnvoller. Was ist los mit euch? Streuen wir ein bisschen Salz in die Wunden. Also, das mit der Mafia ist auch echt praktisch, weil wenn man ihnen nur ein bisschen was zahlt, ist man auch absolut auf der sicheren Seite. Ne? Du meinst, das ist eine Schutzgeld. In beide Richtungen, nicht? Weil du kannst dir auch bei Adblock, kannst du dort auch spenden, dann kriegst du, glaube ich, irgendwas dazu noch und so. Also, sie hätten ja gern von dir auch Geld. Also von beiden Seiten. Die von den Konzernen doch nicht die Werbung, wenn du auch zahlst. Das schaukelt sich dann so hoch. Ja, ich hatte eine Zeit lang eine Verwendung, aber ich finde es auch schwierig. Ja. Und so war das auch beim Republika-Vortrag. Ja. Das wurde einfach auch kritisch diskutiert. Ich habe mich ein bisschen mit dem Thema auseinandergesetzt. Ich habe das auf meinem Rechner relativ lange installiert gehabt und dann dazu noch installiert dieses Ghost, das auch so ein Do-Not-Track quasi ist. Also das filtert auch einiges Zeug raus. Und irgendwann dann nochmal hat das mit dem Adblock bloß nicht so wirklich funktioniert, dann hat es geheißen, ja, das U-Block ist das viel bessere, dann habe ich das statt dem anderen installiert und plötzlich habe ich interessante Fehlermeldungen gesehen von Chrome, von den Extensions, dass es Fehlermeldungen gibt bei den Add-ons und dann haben wir das genau angeschaut, da beißen sich schon die Add-ons gegenseitig, weil sie sich gegenseitig blockieren. Das ist dann lustig. Also, interessant. Ja. Ich habe auch immer wieder Zeitungsseiten gesehen, wo dann stand, sie müssen Adblock Plus deaktivieren. Ja. Ach, damit natürlich, sie sehen. Das ist also natürlich dann ein. Dann gehe ich immer von der Seite runter. Ja. Dann will ich die Seite nicht sehen. Ja, ist aber auch einsehbar natürlich. Also, Ich finde dieses Prinzip von Flutter nicht gut. Also ich finde generell Opt-out-Lösungen keine guten Lösungen, weil du sehr viel dann zahlst, was du nicht zahlen willst. Und gerade Flutter soll ja Leuten
ausdrücklich denen zugutekommen, die du wirklich gut findest. Aber und ich glaube, ich finde es wirklich schwierig, ja, so ein Konzept. Du musst ja dafür einen Flutter-Account erstmal haben. Wenn du sagst, ja, ich habe einen Flutter-Account, weil ich das gut finde, und du hast den Adblock Plus gleichzeitig installiert, ist das sozusagen für dich eine Zusatzfunktionalität. Also du musst dieses automatische Flattern nicht annehmen. Wenn ja, okay. Extension kannst du auch sagen, dann kannst du immer noch weiterhin direkt einfach nur so flattern. Ja. Also wenn ich es jetzt einmal auf analog übertrage, dann ist es aber eigentlich so, als hätte ich so ein Zeitungsabo, also nicht so ein von einer Zeitung, sondern das, da gibt es so Abos, wo man dann irgendwie so mehrere Zeitungen zugeschickt kriegt. Da gibt es. Ja, das ist ein Monatsbudget bei den Zeitschriften. Ja, genau, so ein Monatsbudget bei den Zeitschriften gibt es tatsächlich auch. Und sowas finde ich, also würde ich mir zum Beispiel auch nicht bestellen. Wenn ich eine Zeitschrift will, dann kaufe ich mir die, also dann gehe ich in den Laden und suche mir extra eine aus. Also ich, für mich wäre es nichts. Ja, aber das wäre ja im Sinne, dass man dann so direkt. Ich hab's nur gedacht, es gibt ja einige Podcast-Clients, die automatisch flattern, wenn du eine Folge anhörst. Und genau, die Podcast-Clients, die diese Flutter-Unterstützung haben. Und das ist vielleicht, also ich habe es am Anfang so gemacht, dass ich einfach direkt Podcaster, die ich gemacht habe, habe ich nicht die Podcasts, sondern einfach die Podcaster direkt geflattert. Aber wenn man so einfach sein Hörverhalten direkt abgebildet findet in den Flutterers, was ich nämlich wirklich höre, weil ich habe 80 Feeds und ich höre bei Weitem nicht alles immer, dann wäre das vielleicht eine realistischere Abbildung. Also meinst du ja dann genau, wirklich, was du wirklich hörst. Genau, richtig. Nur gerade beim Surfen finde ich es auch problematisch, weil da glaube ich, ich surfe auch so viel Blödsinn. Das würde ich, keinen Automatismus gerne einführen. Beim Podcast gerne das anders. Aber gerade wenn da eine Heuristik dahinter ist, die dann sagt, ich war so lange auf der Seite, habe mir das wirklich durchgelesen, war vielleicht fünfmal beim einen und einmal beim anderen und der kriegt dann fünfmal eine Flatter und der andere noch einmal. Das finde ich schon gut. Stimmt. Also das, ja, mal, dass man es wählen kann, ne? Dass man nicht zwangsbegibt wird, falls Flatter überhaupt überlebt. Es ist noch eine andere Sache, die ich jetzt gerade daran sehe, die ich heikel finde. Also die Idee, sagen wir mal so, die Idee finde ich gut. Diese Funktionalität anzubieten. Was ich aber jetzt bedenklich finde, ist, das heißt, es ist ein automatisches Flattern. Das heißt, es muss da auch irgendwas übertragen werden. Und das bedeutet auch, dass automatisch Flutter gesagt bekommt, was du gerade alles Mögliche gerade angesurft hast. Die Daten werden sie niemandem verkaufen. Man sagt, muss nur einen Flutter-Blog lesen, da steht das auch drauf. Du vertraust dem. Wenn die das sonst. Vielleicht wird irgendwann Flutter aufgekauft, so wie Yahoo jetzt gerade verkauft wird. Für Podcasting, Sarkasmus vielleicht wieder mal on, wird das Problem jetzt ohnehin gelöst durch unseren großen Partner Amazon. Mit, die haben wir gekauft vor relativ kurzer Zeit Audible. Ach ja. Und Audible bietet jetzt Podcasts an und in Zukunft auch kostenpflichtig. Und damit ist es die ganze Geldthematik einfach gelöst. Das heißt, du kannst deine Amazon Podcasts wird auch einen Podcast kaufen. Gratis wird er jetzt nicht mehr sein. Ja, das wäre doch eine Idee, oder? Das ist eine super Idee. Was ich jetzt viel spannender finde, ist, dass du sagst, Amazon hat Audible vor kurzem gekauft. Ich dachte, dass die schon lange verbandelt sind. Ich glaube, verbandelt aber ich glaube, noch nicht gekauft. Aber nicht müssen wir mal schauen. Ja. Also jetzt auf jeden Fall, die sind richtig. Die können jetzt. Okay. Ich habe eine schöne Story, die dazu passt. Mach das. Und zwar, es gibt einen schönen Webcomic von einem französischen Künstler, der heißt Pepper und Carrot. So eine kleine Hexe mit ihrer kleinen Katze. Und das ist so süß gezeichnet, so kinderbuchmäßig. Und die Geschichten sind so ein bisschen besser als diese drei Bilder Garfield-Strips, also ein bisschen aufwendiger, aber sehr, vor allem künstlerisch extrem aufwendiger. Ja. Und der war so nett und hat das nicht nur alles mit freier Software gemacht, hat Krita und Gimp und also seinen ganzen Workflow auf freie Software umgestellt, sondern er ist auch einer der wenigen guten Webcomics, die wirklich in einer liberalen Frischi. Oh, das habe ich mich erschrocken. Ja, umgekippt. Sorry. Action. Ja, wir sind jetzt alle entsetzt, weil das gute Bier auf einem Teppich von Gareth gefallen ist. Ganz klar. Ja. Danke. Und auf jeden Fall, dieser Künstler hat das unter eine CC BY-Lizenz gestellt. Also nicht mal Share Alike, sondern wirklich Creative Commons Attribution Lizenz. Das heißt, du musst nur seinen Namen korrekt angeben und kannst eigentlich mit dem Comic machen, was du willst, inklusive ihn kommerziell
redistribuieren. Du ja bekrittelst, dass es oft mal gesetzt wird, dass man es... Weil die Leute das Non-Commercial setzen. Genau. Ja. Und jetzt hat er in seinem Blog geschrieben, also ich kann nur auf den Blog verweisen und bitte das selbst zu lesen, es ist etwas passiert, nämlich da ist Bier hingeklärt worden, setz dich vielleicht auf den Stuhl oder so. Oder Schwimmerung. Ja, es ist Folgendes passiert, ein Komiker, das schreibt der Autor auch sehr süß in seinem Blog, ein Comichaus, das er schon als Kind gern gehabt hat, was halt in Frankreich sich spezialisiert auf Comics herausbringen, ist auf sein Projekt aufmerksam geworden, und zwar schon länger, hat ihn sozusagen verfolgt und jetzt hat sich mit ihm zusammengesetzt und haben ihn jetzt publiziert, den Comic, wobei, das ist der Gag, er kriegt auch wirklich kein Geld von denen, weil es ja unter einer freien Lizenz steht. Das heißt, sie bringen nur zu einem günstigen Preis im Hardcover in den normalen Comic-Buchhandel sein Werk heraus. Mhm. Und honorieren natürlich die CC BY-Lizenz, also verweisen auf ihn und gleichzeitig hat er dann auch geschrieben. Du bist gerade abgelehnt. Ich bin sehr abgelehnt, weil da gibt es jetzt Dings. Warte mal ein bisschen. Aber wir machen das. Wir machen das mit Zeit und so. Das muss man unbedingt fotografieren, dieses Bild. Bitte, versuch es. Anna hält einen Stuhl. Anna hat eine Tragende. Wir werden uns umbenennen in den Stuhlhalter-Podcast. Der Stuhlhalter klingt aber ein bisschen grenzwertig als hier. Danke dir. Stuhlhalter. Nein, das ist... Wird schon kritisiert, das Bier. Ja, herrlich. Okay. Aber hier ist gerade... Ein bisschen schlimm. Bei dir ist was passiert? Bei mir? Nee. Okay. Nee. Bis zu mir hat sie es nicht geschafft. Ja, jetzt bin ich dann beim Stuhlhalten fotografiert worden. Ja, genau, richtig. Das ist aber ein cooles Foto, ja. Das ist cool. Okay, wenn ich weiterreden darf. Dein Comic, ne? Nein, du bist sehr stolz auf diesen Comiczeichner, dass du das so geschafft hast. Ja, und also er hat jetzt kein Geld von dem Verlag gekriegt, aber es ist Folgendes passiert. Der Verlag ist sein Patreon geworden und sponsert ihn halt direkt ein bisschen. Und der Verlag war angeblich ganz brav und hat total viel mit ihm kooperiert, wie es um das Publizieren dieses Comics ging. Also er hat dann auch gefragt, ist diese Farbpalette okay? Und er hat gesagt, nein, die ist nicht okay, nimmt eine andere. Ja, und noch dazu ist noch etwas passiert. Im Zuge dieser Kooperation hat er dann seine Sourcen als digital denen auch gegeben. Mhm. Und dadurch haben dieses Comic-Verlaghaus war dann gezwungen, sozusagen ihren Workflow zu ändern, damit sie mit freien Formaten besser umgehen können. Also er hat relativ viel zusammengebracht. Mhm. Ich warte noch, es kann sich nicht mehr... Du musst ein bisschen robuster werden. Ja. Sprechlos. What? Okay, und also das hat er auch erreicht, sozusagen der ganze Comic-Verlaghaus wurde nicht nur Creative Commons freundlicher, sondern auch Free-Format freundlicher und hat mit seinem Anti-Photoshop, sondern in freien Grafikprogrammen besser kommunizieren können. Mhm. Und er hat jetzt das erreicht, wovon er so als Kind geträumt hat, dass sozusagen seine Bücher in den Comic-Regalen stehen und noch dazu zu einem sehr günstigen Preis. Bitte, Erfolgsstory. Weißt du, was für eine freie Grafiksoftware verwendet hat? Krita, K-R-I-T-A, okay. Das ist so nicht GIMP, sondern mehr so zum Zeichnen. Zum Zeichnen, gehört zum KDE-Projekt also nicht, mehr oder weniger. Ja, GIMP so. Und er hat sie auf seiner Website noch ein paar andere hat er verwendet. Mhm. Und okay. Also den ganzen Workflow. Ja, und er sagt halt, er ist sehr stolz drauf und es macht ihm jetzt nichts aus. Das war auch der Sinn, dass er nicht Geld von denen kriegt, weil das ja unter einer freien Lizenz ist. Und das Haus wiederum, um sich zu schützen gegen Leute, die das jetzt einfach kopieren, hat Folgendes gemacht. Das Comichaus hat sozusagen ein proprietäres Artwork um seinen Comic herum gemacht. Also Cover und Seitenrandgestaltung und so, das dann wieder geschützt ist unter den ihren Rechtsschutzsachen. Okay. Ja, damit jetzt ein anderes Verlagshaus nicht einfach hergehen kann und das 1:1 kopieren, sondern die müssen auch halt sich die Mühe machen vom Artist die Originalsourcen, die digitalen nehmen und dann in ihr eigenes Seitengestaltungslayout einbauen. Also es ist sozusagen nur der Comic frei lizenziert, aber nicht das Drumherum, die Seitennummer sozusagen und der Seitenrand. Habe ich mich klar ausgedrückt? Ja, ist dann wieder so ein Schutzmechanismus. Ja, aber er hat gemeint, das ist okay und
der Comic ist ja an sich frei. Ne? Und ja, und das Ganze spielt dann nachher eine Rolle bei von dem Buch, was ich später erzähle. Aber nochmal die Frage, ja. Kriegt er jetzt von dem Verlag Geld, von dem, was die direkt einnehmen? Direkt für das? Nein, direkt überhaupt nicht. Er kriegt keine Prozente. Die haben auch, also er hat gesagt, 15 Euro oder 20 Euro ist der Normalpreis für so ein Hardcover, schönes Comicbuch. Mhm. Und sie geben es um 10 Euro her. Da kann man jetzt spekulieren, ob das wirklich die Autoren immer so viel kriegen. Aber ich nehme eher an, das ist halt auch ein Preis, also das mit dem die ein Zeichen setzen wollen. Das ist, glaube ich, tatsächlich auch das, was sie sich quasi an Autorenhonorar. Es kam mir ein bisschen hoch vor. Ist eigentlich, nee, stimmt, ja. Stimmt. Ich nehme eher an, also er hat geschrieben, die Ersparnis war nicht so sehr seine Prozente, sondern dass sie die ganzen Rechtsanwaltsverhandlungen und das alles weglassen haben können beim Produktionsprozess, sondern direkt in die Produktion gehen konnten, ohne einen Vertrag aufsetzen, ohne Verhandlungen etc. etc. Ja genau, aber ich würde gerade sagen, irgendwie Autorenhonorar ist zwischen, 10 und 20 Prozent. 10 und 20? Zwischen 10 und 20 Prozent. Bei Buch sind es glaube ich 5 Prozent und noch Briefe. Naja, gibt es auch, aber faires Honorar ist zwischen 10 und 20 Prozent. Wie gesagt, und er freut sich sehr und sagt, ja. Eine interessante Geschichte, ja. Creative Commons Lizenz sozusagen in die Branche gebracht, die nichts davon versteht. Bachi, kannst du mir aushelfen? Ich habe was erlebt, aber möchte nicht so viel darüber erzählen, weil ich jetzt gerade erzählt habe. Also er kann sich nicht mehr erinnern. Ich kann mich nicht mehr erinnern, das spielt auch eine Rolle. Aber ich war auf so einem Festival. Ich war auf einem Festival, kannst du davon mehr erzählen? Du warst nämlich schon zum zweiten Mal dort. Ja, ich war zum zweiten Mal dort. Das war das Dick & Stone Fest in Nikolsdorf, das ist in Osttirol. Direkt an der Kärntner Grenze. Ein sehr, sehr nettes Festival, dauert 2 Tage, mit einem relativ kleinen Publikum, also damit man sich so räumlich vorstellen kann. Das Festivalgelände ist so ein halber Fußballplatz mit einer kleinen Bühne und einem sehr familiären Ambiente. Okay. Da gibt es einen Campingplatz, das ist der andere Fußballplatz. Und ja, das ist einfach ein angenehmes Festival mit angenehmen Menschen, das im Gegensatz zu den ganzen großen Festivals, die so in Österreich ablaufen, wie zum Beispiel Nova Rock oder so, wo man dann so am Nachmittag des ersten Tages schon in Bierdosen wartet, ist das Festival eins, wo erstens jeder darauf achtet, dass nichts rumliegt, weggeschmissen wird oder wenig rumliegt und weggeschmissen wird. Es gibt dort fixe Toiletten, was ich als doch schon etwas betagterer Festivalbesucher sehr, sehr schätze. Ja, die nicht nur geputzt werden, sondern auch von den Besuchern sehr sauber gehalten werden. Ja, es gibt ordentliche feste Duschen. Schön. Ja, und also von der Kulinarik her, es gibt jetzt nicht die riesen Auswahl, aber es gibt was für Leute, die eher fleischlos oder vielleicht sogar vegan sich ernähren wollen. Mhm. Es gibt neben den üblichen Bier und sonstigen Alkoholiker auch so Dinge wie Tees und alternative Dinge. Kannst du was zur Musik sagen? Weil ich habe bis heute nicht ganz kapiert, du auch nicht. Okay. Nein, wenig. Wir sind beide nicht so wegen der Musik hingegangen. Ja, das ist interessant. Ich gehe überhaupt nicht wegen der Musik hin. Also es ist, mir wurde erklärt, es ist eher Stoner Rock. Aber ich gehe wegen Psych-Rock oder Indie-Rock? Okay, mit Schultern zucken. Okay, aber eine Gitarrenmusik-Ausrichtung, kein elektronisches. Ja, das war so Lärm und die Typen waren ja so tätowiert und lange Haare. Ja, hast du das von Rock auf Rock? Okay, ja. Ihr müsstet jetzt Dennis Blick sehen. Jetzt solltest du Dennis fotografieren. Ich glaube, es waren keine Goten, weil sie nicht schwarzes Leder angehabt haben. Oder? Habe ich schwarzes Leder an? Nein, ja, da. Ja, aber es ist alles sehr chillig. Also man sieht so die Ersten, die kommen, nehmen so ein aufblasbares Sofa mit, das gleich mal vor die Bühne gestellt wird, wo sie sich dann zu fünf drauf sich drauf gemütlich machen. Das ist angenehm, entspannt. Cool. Wie lange dauert das? Zwei Tage. Das Einzige ist nur, ihr wisst nicht, was das für ein Festival ist. Dann könntest du vielleicht Bandnamen nennen. So ich weiß, dass eine aus Holland gekommen ist und am Tag darauf in Wien im Bach gespielt hat. Das Bach gibt es noch, cool. Ja, ja.
Aber man kann auf der Stick and Stone Homepage genau nachlesen, was für Bands dort waren. Und man kann sich da dann, glaube ich, auch von YouTube da so irgendwie anhören, denen ihre Musik. Ja, ja. Also ja, man findet genug auf YouTube und den, ja, den dazugehörigen. Laut Leuten, die von der Musik was verstehen, freuen die sich alle, auch die Bands, weil das so eine intime Atmosphäre ist und die Leute Zugabe rufen und halt so ein familiäres, kleines, süßes Rockfest ist. Ja, du hast gesagt, du zeigst Delic Rock, aber das war vielleicht auch nur so eingeworfen, oder? Vielleicht habe ich das, vielleicht hat mich auch nur wer verarscht und ich plapper es ihm nach. Okay. Aber das ist vielleicht eine gute Aufgabe für Dennis, dich. Ja. Dennis, bitte erklär uns, was wir da gehört haben. Ich habe keine Ahnung. Naja, aber dass du dann für den nächsten Podcast vielleicht die Bandliste durch, vielleicht bekommt er durchliest und vielleicht bekommt er was bekannt vor, beziehungsweise ich schau, dir mal kurz das Video an, hör dir eine Nummer an und versuch ein Genre zu finden. Jetzt hat dann Dennis einmal Aufgabe. Ja, das ist ich habe ein paar Sekunden Lärm auf meinem Handy aufgenommen. Aber es war wahrscheinlich so laut, dass man nichts... Okay. Wie hieß das Festival? Stick and Stone. Oder Sticks and Stone. In Nikolsdorf. In Osttirol. Stick and Stone. Zu finden in den Show Notes wird da verlinkt vom Horst. Ich glaube ja, Horst und Markus, dass ihr der Misskonzeption unterliegt, dass Musik mit Gitarren immer Rock- oder Metal-Musik nein, ist. Nein, es war definitiv kein Metal. Es war kein Metal, okay. Müssen wir schon. Aber den will ich es beauftragen, okay. Aber manche haben schon so Tätowierungen am Hals gehabt. Ja, aber das haben ja alle. Also Metaller haben normalerweise keine Tätowierungen. Ah, okay. Tätowierungen. Na, das Publikum war schon gescheit deckt, aber das ist nicht nur. Aber es war schön. Also das war sehr schön. Musik, ich werde sogar nächstes Jahr wieder hinfahren und sogar Leute überreden. Ich bin auch sehr dankbar, dass ich sozial und genutscht wurde, dorthin zu gehen. Habe den Bachi dort kennengelernt. Dann mit besseren Ohrenschützern oder ist das gar nicht normal? Naja, wie soll ich sagen, also kann man das erzählen im Podcast? Ich habe mir einbildet, auf so Konzerten sind alle Dauer so bekifft, dass wenn ich reingehe, bin ich schon passiv so gestompt, nur vom ins Zelt gehen und so arg war es dann eh nicht. Aber mir ist aufgefallen, ich habe mich dann immer in der Nacht schon schlafen gelegt, relativ früh, weil ich eh nicht am Konzert vor der Bühne rumtanzen wollte. Und dann haben mir Leute angeboten, magst Ohrenstöpsel haben, dass du schlafen kannst. Ach, weil ja, man hört ja bis zum Parkplatz und wahrscheinlich bis ins Nachbardorf relativ gut, was auf der Bühne gespielt wird. Und ich bin dann so nur im Zelt gelegen und habe gesagt, da ist viel Lärm, aber es war mir wurscht, dass ich habe trotz Lärm einschlafen können. Also, okay. Der dürfte also nicht so stören. Ohne Ohrenstöpsel. Dann habe ich mal überlegt, soll ich vielleicht wenigstens die Finger in die Ohren halten oder so eine Art Kopf-T-Shirt um den Kopf wickeln, damit sie. Und sogar dazu war ich zu faul. Also es dürfte relativ erträglich erlernt gewesen sein, sonst bin ich extrem allergisch schon. Und du musst gut geschlafen haben, weil du am nächsten Tag dann gleich eine Wanderung machst. Ja, ich habe, wie ich angekommen bin am Freitag, waren da so super Berge. Also Nikolsdorf ist so flach, kleines Tal und super Berge links und rechts. Und ich habe halt auf so einer Gipfelzeitung gesagt, da gehen wir morgen früh raus. Und war andere, ja, wir gehen mit. Und um 4 Uhr in der Früh wollte irgendwie war keiner da, der mit mir mitgehen wollte, bin ich halt allein aufgegangen. Und dann wieder runtergegangen und dann war ich eh um 11 schon unten wieder. Also ich war nicht bis am Gipfel, aber relativ weit oben halt. Und dann habe ich dem Bach gesagt, schau, bei dem Felsen da oben, da war ich. Und nach ein paar anderen natürlich, ja. Und ich habe dann mehrmals Beweisfotos herzeigen müssen, bis das wirklich geglaubt wurde. Und was anderes Schönes war, wir waren in der Drau, nicht schwimmen, aber die Füße reinhängen, was auch super war. Zur Abkühlung. Ja, war ein bisschen kalt und reißend, also es hat sich keiner richtig schwimmen traut, aber sie hat sehr schöne Nebenbäche, in denen man, glaube ich, auch schwimmen könnte. Die waren alle bis 1 Meter tief glasklar. Also ja, die Drau hatte leider ein bisschen Hochwasser, oder halt war mit dem Schwimmen ein bisschen gefährlich. Ja, aber bis zu den Knien und ein bisschen über den Knien reingehen und es reicht. Das war super. Und sonst kann ich noch einen Sparefroh-Tipp geben. Also das Konzert, die Karte natürlich 20 Euro kostet oder 23. Ja, also geschenkt für ein Konzert dieser tollen Bands. Mhm. Aber wer es noch billiger haben will und darauf verzichten kann, dass er sich abends und mittags das warme Essen dort holt. Also das warme Buffet war am Festivalgelände, da hat man sozusagen dieses Bändchen gebraucht, dass man reinkommt. Aber wer Essen mit hat oder woanders essen geht, hätte eigentlich nur die ganze Zeit gratis am Campingplatz schlafen können, weil da war keinerlei Dings und du hörst die Musik genauso gut in 2 Kilometer Entfernung. Aber ich denke, das Festival, das ist so ein nettes Verdienst, dass man das bisschen Geld ausgibt, was die also, mir war es auch voll wert, dass es auch. Das ist ja überhaupt kein Preis. Also, das ist ja.
Und zwar wirklich sehr familiär. Sie haben erzählt, der Koch ist die Security, was eine Familie hat, die aufgekocht hat. Und auch in der Früh hat es dann so ein Frühstücksstandl gegeben, wo man Kuchen gekriegt hat. Und so wirklich sehr, von den Leuten her sehr süß. Also beim ersten Mal, wo ich dort war, habe ich einen Chai-Tee bestellt und die nette ältere Dame hinter der Decke hat dann gesagt, ja, es wäre doch noch eine Stunde zum Warten, weil der den Chai-Tee gekocht wird, gerade auf der Bühne Bass spielt. Das war sehr, sehr nett. Also es klingt ja wirklich knifflig. Ich habe mir fest vorgenommen, wenn ich nächstes Jahr hingehe, wirklich ganz auf so eine Alm rauf, also bis am Gipfel. Also ich möchte allein vor den Berg steigen wieder hin, weil das ganz super schöne Berge sind. Das heißt, es lohnt sich auch nicht, jetzt hinzufahren, weil wenn es unten heiß ist, dann kann man schon auf den Berg hoch, oder ist das nicht so? Ich weiß nicht, wann die beste Berggehsaison ist. Du musst halt früh aufstehen, sonst es nicht zu heiß wird. Ich nehme an, wenn es dir rein ums Wandern geht, wird wahrscheinlich der Frühherbst oder Frühling fast geschickter sein, dass es nicht so heiß ist. Aber also ich habe auch Schnee gesehen auf den Gipfeln im Juli jetzt auch. Das ist wirklich sehr alpin. Und es waren auch so Stellen, wo so Drahtseile in den Felsen reingekaut waren, also wo man sich... Klettersteige. Ja. Also das war, stand auch so ein Schild, nur für Geübte. Und dann will ich das sehen. Mir ist dann auch einer entgegenkommen mit Helm und zwei Stöcken. Ich bin da so in meinem nur Leibwald. Und ich dachte, ja. Wiener Wanderer. Kletterer, Brot. Aber ich habe der Evolution ein Schnippchen geschlagen und bin wild wieder zurück. Ich kann es wirklich sehr empfehlen, sehr, sehr nett. Ich wundere mich, dass so wenig, also es waren eigentlich keine Italiener dort, nicht, dass ich mitgekriegt habe. Nein. Weil das Ganze in Osttirol eigentlich gut von Italien zu erreichbar ist. Mhm. Also ein kleines Festival, nicht so wirklich bekannt. Ja. Obwohl es wirklich Hammerkulisse hat. Ja. Also in dem Tal, rundherum Berge, der Sonnenuntergang, der Sonnenaufgang. Cool, ja, die Lichtshow und da auch von der Bühne und dazu super Sonnenuntergang, das kann schon was sein. Schön. Und das Campingleben war eigentlich auch gut, ja, ne? Genau. Dass man die ganze Zeit halt mit irgendwelchen Leuten dran stand. So. Ich habe eine super Sache gesehen, das ist ein Zelt, was eigentlich nur eine Hängematte ist, mit so einer Art Regendach drüber. Okay. Also eine Hängematte und drüber eine waagrechte Schnur gespannt und über die dann so eine Art Regenplane. Also da kannst du dich direkt so reinhängen und drüber hast du das... Drüben hast du ein Dach, was dich aber auch von der Seite schützt. Ja. Und das hat ein Kollege mitgehabt und das hat extrem... hypermodern ausgeschaut. Und hängen wir das zwischen Bäume oder hat das so ein Gestell oder so? Nein, okay. Du musst 30 Jahre vom Urlaub dort zwei Bäume pflanzen. Ja, das braucht man so vorbereitet. Du hast jetzt so in etwa meine Gedanken gelesen. Ja, was ein Fußballplatz zu Problem sein kann. Könnte, ja. Ach so. Na, zwischen den Torstangen müssen wir es eigentlich dann wieder. Ja, Fußballplatz war dort auch, also Leute haben manchmal so Fußball gespielt oder Frisbee geworfen und ein Segelflugplatz war, glaube ich, auch noch. Also man hat auch Flugzeuge gesehen und so. In der Nähe war keiner Sportflughafen, genau, wo die ganze Zeit irgendwelche Segelflieger von kleinen motorisierten Maschinen hochgezogen worden sind. Und sehr lustig, Paraglider, die am Boden herumkupft sind mit ihren Fallschirmen. Hat uns sehr amüsiert. Das sind keine Fallschirme. Gleitschirme. Du hast gesagt, die üben... Die machen Groundhandling dort. Ja, ja. Was ist Groundhandling? Also quasi versuchen, den Schirm am Boden, man steht am Boden, man fliegt nicht, einfach zu stabilisieren, so wie Drachen, ein Gefühl für den Schirm zu kriegen. Ah, okay. Ja, damit man in irgendwelchen Situationen beim Start oder bei der Landung auch damit umgehen kann. Ja. Cool. Stick and Stone Festival, sehr zu empfehlen. Ja. Warnung, Horst nächstes Jahr auch dort. Oh. Horst sucht Mitwanderer, die um 4 in der Früh mit dem aufstehen. Sehe ich das richtig? Ach, ich schaff's doch allein. Ich habe ja immer gedacht, dass man das in Österreich, weil es hier so viele Berge gibt, dass man die Leute nicht warnen muss, dass sie nur in adäquater Kleidung auf den Berg gehen oder so. Für mich schon. Ich habe gute Schuhe gehabt. Okay. Sandalen. Nein, nicht Sandalen, schon Bergschuhe. Klar, egal. Kommt der Dennis nicht mehr? Oder? Das ist, ich glaube, wir haben ihn vielleicht mit zum Auftrag. Wenn ich zum Auftrag höre, das auch. Das ist noch am Recherchieren. Kann länger dauern. Ja. Ich habe ein Riesenbuch, aber... ich habe keine Themen.
Okay, ich habe keine Themen. Ich habe was ganz Kurzes, was indirekt mit Büchern zu tun hat. Bitte. Ich habe leider den Link jetzt nicht auswendig. Es ist so, es gibt ja so meistens weltweit gültige Regeln für, wie man Sachen zitiert. Und es ist ein. Also ich weiß es von diversen Uni-Arbeiten und Sachen, Arbeiten an der Schule, die ich aus Büchern zitiere, aber neuerdings muss man ja auch wissen, wie man aus E-Books zitiert. Und gibt es ja immer häufig. Die Seiten, glaube ich, dann schwierig. Ja, das ist alles schwierig. Und ich weiß, ich muss jetzt dazu sagen, ich habe mir es nicht durchgelesen, ich weiß tatsächlich nicht, wie man es macht, aber ich weiß jetzt, wo ich nachschauen kann. Und zwar aufgrund eines Dialoges, den andere Leute auf Twitter geführt haben, wo ich mir dachte, das ist ja mal spannend. Und zwar hat jemand gefragt, wie man aus E-Books zitiert, und dann kam irgendwie, Link, da steht's. Und dann hat sie gemeint, aber das ist doch von der American Psychologists Association. Psychos, ne? Und dann kam zurück, schon, aber lies halt, hier ist doch irgendwie weltweit gültig. Und dann ist es tatsächlich so, dass die Zitatregelung, die haben Zitationsregelbuch aufgestellt und das tatsächlich weltweit anerkannt ist zum Zitieren. Also die amerikanischen Psychologen haben quasi die Normen jetzt als Ex-Psychostudent kann ich auch voll sagen, warum das Psychologen aufgebracht haben und nicht andere. Ja, bitte. Ja, weil Psychologen sehr wenig originären Research haben zum Rezitieren. Ja, ich fand es irgendwie lustig, aber ich finde es auch ganz interessant und ich werde es auch verlinken in den Shownotes, damit man dann auch mal nachgucken kann, wenn man was aus E-Books zitieren möchte und aus Sachen, die sagen, keine Seitenangaben haben. Ja. Wenn Lattich danach zitieren will, APA 6 ist der aktuelle Style Guide dafür. Und den findet man zum Download auf der CETAN und so weiter. Und da sind dann auch gleich die LaTeX-Kommandos drinnen. Ja, und auch die Dokumentation von 25 Seiten und so. Außer man will für die Deutsche Psychologische Gesellschaft was machen, da hat man dann natürlich deren Style Guide, der natürlich wieder abweicht. Das ist dann DPA-Style. Und außer man ist an einer deutschen Uni, dann ist es weder der eine Stil noch der andere, weil normalerweise eine Uni dann doch wieder ihren eigenen Stil rausgibt, dem man dann folgen soll, der dann sicher gar nichts mehr hat. Also da muss ich jetzt dazu sagen, ich habe nicht nachgeguckt, ob das jetzt für Deutschland auch gilt, und den Deutschen traue ich immer eine extra Uhr zu. Nein, jetzt kenne ich wegen Hagen und die haben wieder was anderes. Also weder APA noch DPA, sondern ihre eigene Würstung. Hast du da, du bist in der Lehre fern verankert, hast du ein Einblick, wie sehr sich LaTeX schon durchgesetzt hat für Doktorarbeiten? Immer weniger. Immer weniger? Verliert immer mehr. Und was machen die Leute? Word. Ja. Jetzt 2016. Also, also ich bin jetzt nur ich höre diesen methodisch inkorrekt Podcast, und da hat sich der eine davon auch sehr gefreut, dass mal eine Studentin seinem Rat gefolgt ist und LaTeX angenommen hat und sonst so dankbar war. Aber aus diesem Vortrag auch geschlossen, dass das keine große Verbreitung ist. Verliert auch im naturwissenschaftlichen Bereich. Echt tragisch. Schniff. Ja. Ich habe eine Podcast-Empfehlung von unserem Daniel Messner. Ja. Einen schönen Zeitsprung-Podcast über chinesische Seidenstraße. Mhm. Ja, das habe ich schon gehört. Ja, super. Ich bin so, jetzt in Wikipedia nachlesen, wie geht das weiter und so. Grüße an die Anna Masona, wobei leicht neidisch bis verärgert, weil sie ja nicht hier ist, aber mit den Herren Messner und Stormgrass einen Podcast aufgenommen hat. Achso, dafür hat sie Zeit. Dafür hat sie Zeit, aber für uns hat sie keine Zeit. Der Podcast ist aber sehr nett. Die letzte Zeitsprung-Episode über einen Rosengarten in Portland. Den Rosengarten in Portland? Das ist auch ein Zeitsprung. Der letzte Zeitsprung. Wo haben sie die abgekommen? Ist der Daniel nicht in Hamburg? Okay, wir sind nach Hamburg gefahren zum Daniel. Die ist ja ständig irgendwo unterwegs. Ehre wem Ehre gebührt, er hat sie und wir haben sie nicht. Aber wirklich Zeit vom Podcast, durch immer eine Empfehlung. Ja, also ich höre ihn sehr gern. Und den anderen habe ich erklärt, der ist auch super. Seidenstraße ist auch super. Der heißt Audimax. Der andere Podcast. Ja. Ist der Podcast von der Uni Wien und soll weitere Folgen erhalten. Also das wird der offizielle Uni Wien Podcast. Oder ist der offizielle Uni Wien Podcast, ist auch auf der Webseite von der Uni. Tut sich wieder was in Sachen Wissenschaftskommunikation. Ja. Neues Hörfutter.
Soll ich ein paar so alte Themen wegsquashen? Du hast nämlich seit 14 Folgen Kilobyte schon veraltet. Entschuldigung, ich habe einen Erratum, der von der Uni Wien war über Rumänien und Osteuropa und der Seidenstraße ist auch ein Zeitsprung. Mhm. Das trifft sich gut, dass du ein Erratum hast, weil ich habe auch ein Erratum. Mhm, weil vor x Folgen habe ich behauptet, dass einer meiner Lieblings-Meta-Comics, Understanding-Comics vom Scott Adams ist, dem ist aber gar nicht so, das ist nämlich vom Scott McCloud. Und ja, ich kann diesen Comic wie immer nur nochmal ans Herz legen und nochmal ans Herz legen, weil er sehr gut erklärt, wie Comics funktionieren und so. Als Comiczeichner erklärt er über das Comiczeichnen. Richtig, also das Comic erklärt, wie Comics funktionieren. Und das ist relativ faszinierend, wie viel man eigentlich von der Comicsprache automatisch aufnimmt, obwohl das eigentlich nur implizit ausgedrückt ist. Also zum Beispiel, dass längliche Panels eher so eine längere Zeitspanne abbilden. Also er bringt dafür dann so Beispiele. Ja. Und dass es halt relativ faszinierend ist, wenn zum Beispiel der wahre Abstraktionsleistung des Menschen und dort, wo der Comic wirklich funktioniert, ist eigentlich nicht in den Bildern drinnen, sondern der Sprung von einem Bild aufs andere. Und dass wir uns da eigentliche Kopfkino. Und wenn man das weiterdenkt eigentlich, ist das ja, beim Film ist das ja eigentlich, das ist jetzt nichts wie ein Comic, aber es sind ja ganz viele Bilder in kurzen Abständen hintereinander geschaltet. Und da kommen halt ganz viele Kniffe, werden drinnen erklärt, außerdem wird erklärt halt auch so ein bisschen die Entstehung von Graphic Novels und was ist das franco-belgische Comic, also auch ein bisschen Comic-Geschichte und so. Und dazu gibt es auch noch einen zweiten Teil, Making Comics, den habe ich nicht gelesen, den wollte ich mir immer mal kaufen, weiß ich aber nicht, wie gut der ist. Und ganz, womit er eigentlich auch bekannt und berühmt geworden ist, ist Zott Rufzeichen. Das ist ein reguläres Comic einfach. Okay. Und ja, habe ich mir auch vorgenommen, mal zu lesen, aber ich bin gerade in einem Manga gerade, beschäftige ich mich gerade, aber davon werde ich mal später berichten. Ja, das war so mal so das Erratum. Was kann ich da noch schnell erzählen? Ja, eine Sache, die mir noch aufgefallen ist, da bin ich über Wikipedia eine Kuriosität gestolpert. Es gab mal eine Staffel von CSI, diese Krimiserie. Da gab es ja verschiedene Ableger, New York und was weiß ich, welche Städte. Es gab auch einmal ein CSI Cyber. Cyber. Ja, hat auch so geheißen, CSI Cyber, mit der Patricia Arquette, glaube ich, als einer der führenden Rollen drinnen. Aber nur eine Staffel. Und ist dann abgesetzt worden. Ich meine, allein der Titel Cyber lässt Böses vermuten. Und da habe ich nur irgendwie nicht drüber gestolpert und gedacht, das muss ich jetzt reinschreiben und irgendwie mal reinschauen. Meine Vermutung ist ja, dass es nicht so schlecht ist, dass man es gut findet, aber es ist gerade so das wirkliche Schlecht, aber es ist kurios. Es gab mal ein CSI Cyber. Ja. Und ich habe eine Serie geschaut, eine Staffel lang, die mir am Anfang gefallen hat, weil es, ich sage mal, wie diese Serie heißt. Die nennt sich, die habe ich auf Amazon Prime gesehen, Wayward Pines. Und in der Hauptrolle spielt der Matt Dillon. Ich mag den eigentlich ganz gerne. Kennt man so, amerikanischer Schauspieler. Ja? Und das ist eine Mystery-Serie. So die erste Folge beginnt so, Secret Service Geheimagent wacht im Wald auf, kann sich nicht erinnern, was passiert ist, kommt in ein Dorf hinein und fällt dort um, wacht im Krankenhaus auf und auf jeden Fall ist in diesem Dorf alles komisch und irgendwie ist es ihm auch nicht möglich, dieses Dorf zu verlassen. Und ich habe bei dieser Serie sofort an Prisoner Number 9 denken müssen. Nummer 6. Genau. Prisoner Number 6, okay. Genau. Prisoner heißt es auf Englisch, auf Deutsch heißt es Nummer 6. Nummer 6, okay, so ist das. Das durcheinander ging es. Und das war ja super. Also die Serie habe ich ja sehr, 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 oder mag ich sehr, sehr, die britische Serie. Und das Wayward Pines geht leider in eine vollkommen andere Richtung und demontiert sich dann innerhalb der Staffel schrecklich. Aber ich habe es trotzdem durchgeschaut, also irgendwie, nein, ist trotzdem keine Empfehlung. Nicht empfehlenswert. Nein. Mich hat es lang gefesselt und das Ende ist dann aber sehr abstrus. Ja, gell? Das ist dann sehr schade, ja. Das ist viel machen können aus der Serie. Ja. Aber sie machen es weiter. Es dürfte vielleicht so ein kleiner Erfolg gewesen sein, weil die zweite Staffel zumindest, die wird schon ausgestrahlt. Und das ist dann, geht es dann weiter. Also ja. Aber ja, wie gesagt, der Anfang ist wirklich, wirklich stark. Das fand ich auch. Ja.
Oder sollte man sich vielleicht den Prisoner anschauen? Apropos, von Prisoner gibt es ja auch ein Remake. Was ist das? Ja, ich habe den Anfang auf jeden Fall gesehen. Ich finde ihn nicht so gut. Er ist nicht so gut, aber er ist seltsam. Ja, es ist wirklich dann ein Abklatsch von Lost, was einige Sachen anbelangt. Nur halt nicht so vorgeplant. Und ein paar bekannte Schauspieler sind auch dabei. Aber es ist halt nicht an... es ist in der Wüste, nicht an einem... Ja. Ja. Das ist ein, ich finde es nicht ganz so gut. Es ist ein bisschen urig, dadurch, dass man die Wüste nicht durchschreiten kann, sondern man landet immer wieder im Dorf. Auch eine interessante Idee. Mhm, ja. Ja, aber es hat mir nicht so wirklich gepackt. Über ein paar Folgen bin ich nicht hinausgekommen. Ja, also ich habe das schon fertig geschaut und muss auch, ich meine, der direkte Vergleich zum Prisoner, dem Original, da kann es einfach nicht mithalten. Mhm. Aber es hatte seine gut strangen Momente. Ja, mit Ian McKellen war die, das Remake als Nummer 2. Ah ja, genau, richtig, ja, ja, stimmt. Ja, das war's, dann habe ich schon mal 3 Themen zum Wegstreichen, dann kann ich mir die anderen, muss ich glaube ich nochmal durchlesen, bevor ich drüber reden kann. Ja, du willst dich nicht ausrechnen. Ich habe einen Quatsch erzählt letztes Mal, also nein, ich habe nicht ganz Quatsch erzählt, ich schaue tatsächlich den Dr. Who, den 11. Doktor, aber das ist die 5. Staffel, nicht die 3. Ja, das mit dem Doktor, das ist der Wahnsinn. Ich bin nach wie vor begeistert. Ich finde es auch sehr schön, dass der jetzt 3 Staffeln lang bleibt, weil dann habe ich ganz viel zum Schauen. Und dann haben wir noch was angefangen und na, der Horst ist indirekt schuld. Ich habe jetzt mal reingeschaut und bloß einen Ausschnitt bei YouTube aus der, du hast es mal empfohlen, die Serie Louis. Ja, Louis Picard. Ja. Genau. Ja. 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 Ja, ich habe jetzt beschlossen, ich schaue jetzt erstmal Dr. Who, weil, und dann schaue ich, glaube ich, Louis, ja, gefällt mir sehr gut. Ich kann es auch schwer beschreiben, du hast auch gesagt, es ist lustig, aber nicht auf so eine... Nicht so Bruhaha. Ja, genau. Ja. Nicht, ja, genau. Keine so Design-Gags, sondern eher Tragikomik oft auch. Ja. Auch sehr ernste Themen auch, sehr oft. Ja. Bei YouTube-Dinger hat er die sind ziemlich hart. Ja. Ach so, ich habe aber jetzt nicht, also ich habe also tatsächlich nicht, in diese Serie... Ich meine, jetzt so kurze Sketches aber online, die sind beinhart. Also was die Anna jetzt sagt, ist seine Sitcom, also seine TV-Serie sozusagen. Aus dieser Serie. Und da kommen natürlich auch immer seine Auftritte vor, aber das ist auch über sein Leben mit Ex-Frau und 2 Kindern und so. Reden wir da jetzt vom selben? Ja, genau. Und absolut not safe for work. Nee, also das, was ich gesehen habe, nicht. Es sind Sex- und Gewaltszenen drin, glaube ich. Oder wenig. Nee, die waren da waren sie in der Ausstellung und da war ziemlich viel nach dem. Ach so, ja, da kriegst du eine Kunstausstellung. Ja. Also, wenn man als Kurator arbeitet, ist das, glaube ich, akzeptabel. Dennis, hast du jetzt was herausgefunden über die Musik? Genau, wo warst du jetzt so lange? Ich habe Notfall. Ich mache mein Mobiltelefon an und einen Anruf in Abwesenheit von ein paar Minuten und das war ein Notfall. Wir haben vermutet, du tust das Technisch-Festival recherchieren. Das habe ich tatsächlich gemacht. Bitte erklär uns, was haben wir denn da gehört? Also es heißt, es ist wohl tatsächlich Psychedelic Rock. Psychedelic Rock? Psychedelic Rock. Und die haben mich nicht verarscht, das heißt... Nein, nein. Da gibt es dann solche Gruppen wie Baguette, Savannah... Savannah war gut. War gut gefallen. Ein interessantes Bild, schön schwarz-weiß gehalten. Mhm. Death Alley, die sagen mir namentlich sogar was, aus Niederlande. Die habe ich... Mit denen habe ich geredet. Ah, okay. Die habe ich, glaube ich, mal auf FM4 gehört. Ja, ja, genau. Hier ist auch ein Bild dabei. Ja, das waren die, ja. Da werden sich jetzt einige hören, also die Hans. Sons of Morpheus? Ja, genau. Sons of Morpheus, ich glaube, SUI ist, glaube ich, Schweiz, oder? Swiss? Also jetzt gar nicht. Ja, so. Zone 6 aus Deutschland. Die, noch nie was gehört. Nö, die anderen sagen mir auch nichts. Rotor, auch ein schöner Name. Rotor, ja, ja. Schöne deutsche Band. Oder Planet of Zeus. Und das müssen immer 4 oder 5 Männer sein. Sein so. Also überprüfen wir mal. Ah, das reicht. Wir haben jetzt 4 Stück angeschaut. Genau. Hast du mal eine Frau auf der Bühne gesehen? Oder warst du nicht auf der Bühne? Vor der Bühne sein müssen. Alle Zahlen sind Primzahlen. Ja.
Was kannst du uns über Psychedelic Rock erzählen? Gar nichts. Ich kenne Psychedelic Rock überhaupt nicht. Ich weiß nicht, was es ist. Es könnte sein, dass es so ein bisschen, war das so ein bisschen tiefer? Also viele tiefe Töne, viele höhere Töne, wenig in den Mitte? Tiefe, glaube ich. Wenn es das jemand beschreiben müsste, der keine Ahnung vom Psychedelic Rock hat, dann würde ich es beschreiben als The Doors ohne, mit wenig Gesang. Ah. Ja, ja, war, also, kann man was anfangen. Ja, es war auch ganz wenig Gesang. Ja, dann müssen Sie. Hat ein bisschen mehr Gitarre dabei. Mhm. Also die ist beschrieben. Mehr so Soundcheck-mäßig. Ja, okay, gut. Ja, ich habe es mir schon gedacht. Ja. Das stellen wir zwei Tage Soundcheck. Das stellen wir ziemlich cool mit der Kulisse vor, mit dem Derben im Hintergrund. Mhm. Du solltest mitkommen nächstes Mal. Wir haben sicher gar das erklärt wenigstens das Stick and Stone. Ja, solange du mir nicht um 4 in der Früh aufwächst, weißt du jetzt am Berg nachfahren, dann wird nicht. Okay, gut. Ich habe niemanden. Nee, ah ja, stimmt. Du. Ich habe es bloß allein gelassen. Sind soll ich verschlafen dann? Aha. Ja. Ich glaube, das ist noch ein Buch, ja. Buch über Postkapitalismus. Und jetzt sind alle anderen Themen aus. Ich muss vorher noch zwei, drei kleine Sachen machen. Ich muss mich entschuldigen, ich habe bei der 263 die schlechtesten Shownotes meines Lebens gemacht. Mit mangelhafter Verlinkung, keinen Fotos und erst am Montag fertig, weil ich auf dem Stick and Stones Festival war und nachher keine Energie gehabt habe. Und sonst für Leute, denen es zu gut geht und die zu viel Spaß im Leben haben, empfehle ich Telepolis lesen, über was die Türkei in Kurdistan aufführt, dann kann man sich schön downen. Und wem es in Österreich zu gut geht, empfehle ich den Baluch-Blog lesen, habe ich eh schon öfter verlinkt. Da schreibt er über die Unterschiede, was das Justiz für die österreichische Realjustiz bedeutet, wenn ein Jäger mit einem Gewehr auf Tierschützer losgeht, da wird die Anzeige niedergelegt, oder wenn ein Tierschützer versucht, außerhalb vom Jagdgatter eine Gatterjagd zu beobachten, dann wird er natürlich Länge mal Breite durch die Mangel genommen. Österreich halt. Okay. Nehmen wir es doch beim Namen, Schöner Leiden. Schöner Leiden, ja. Okay, aber jetzt ich habe mich wirklich ein Buch gekauft und gelesen und ich muss sagen, das ist jetzt das zweite Mal in meinem Leben, dass ich mir nicht nur vorgenommen habe, das ein zweites Mal zu lesen, sondern auch, und dann schreibe ich aber mit und mache mir Notizen, also wirklich wie in der Schule und weil einfach so dicht und so viel drinnen ist und damit ich überhaupt selber check, was ich da lese. Okay. Das Buch heißt Postkapitalismus, A Guide to Our Future von Paul Mason. Und es gibt eine sehr schöne englischsprachige Wikipedia-Seite dazu, die ich auch ausgedruckt habe. Und ich werde es jetzt nicht vorlesen, aber das dient jetzt nur mir selber als Referenz, damit ich keinen totalen Blödsinn erzähle, sondern zumindest ein paar Namen richtig sage, und worum geht's. Er hat sich relativ viel Gedanken gemacht und seine These ist, dass der Kapitalismus, so wie er derzeit ist, eh nicht funktioniert und gerade in einer Phase ist, wo er kaputt geht und sich dann transformiert in was Neues, und er greift halt sehr viel auf Forscher zurück, die schon über den Kapitalismus nachgedacht haben zu Zeiten von Marx und vor dem Zweiten Weltkrieg, und da waren auch Krisen, globale Krisen des Kapitalismus, nichts Neues. Und es kommt ziemlich viel über Marx vor, über ein verschollenes Fragment von Marx, das er nie veröffentlicht hat und das dann erst mehrere Jahrzehnte nach seinem Tod publiziert wurde und noch später erst in Englisch, und das heißt, glaube ich, Fragmente. Und das ist heutzutage sehr aktuell in der Zeit der Zero Marginal Cost Society, die er auch zitiert. Und ich versuche jetzt nur die grob Sachen von ihm rauszukriegen. Er beschreibt den russischen Gelehrten Nikolai Kondratiev, und der hat eine Kapitalismustheorie gehabt, also der ist 1939 erschossen worden von den Kommunisten, und der hat geforscht über Kapitalismus und hat eine Theorie, die Wave-Theorie, aufgebracht, dass so circa alle 25 Jahre sich der Kapitalismus selbst in eine Krise stürzt. Und also er hat nicht genau begründet, warum das so ist, aber halt nur auf historischen Aufzeichnungen, und er hat vermutet, das hängt damit zusammen, wenn sozusagen weltweit das Kapital mehr investiert wird in Rentensachen, also in Aktien, als in wirklich produktive Betriebe, und das dann halt, dass sozusagen eine Instabilität eingebaut ist, die halt in Wellen dahergeht. Wie, man könnte es am ehesten vergleichen mit diesem Wirtschaftszyklen mit Immobilienpreismarkt, da weiß man auch, dass es Wellen gibt. Und dann halt über Marx und das Ganze sehr klassenkämpferisch, und seine Argumentation ist halt, dass bis in den bisherigen Krisen immer die, wie soll man sagen, die Arbeiterklasse so kampfstark war, dass die Kapitalisten halt nicht, wie soll man das sagen, noch mehr Gewinn gemacht haben können, indem sie die Arbeiter noch mehr ausbeuten, sondern
die halt dann doch gewerkschaftlich organisiert waren. Es ist sozusagen ein, es gibt jetzt keine Kinderarbeit mehr, es gibt historisch langfristig gesehen gewisse Fortschritte für die Arbeiterbewege, und das hat dann wieder Innovationsschub ausgelöst, weil die Arbeit halt teurer wurde. Und er meint eigentlich, dass erst durch den Neoliberalismus und speziell durch den Fall der Berliner Mauer, also durch den Untergang des Kommunismus, dieses Gegenventil weggefallen ist. Also die Arbeiterschaft ist jetzt nicht mehr organisiert, sondern weltweit haben jetzt sozusagen die Kapitalisten gewonnen, und das hat jetzt halt gewisse Auswirkungen auf diesen Zyklus. Das ist die eine Theorie. Und die andere ist, dass das Ganze, was wir jetzt erleben mit Open Source und was auch der Stallman sehr propagiert, ne? Also freie Software, dass Information frei sein muss, dass das auch sozusagen schon der Samen ist vom Ende des Kapitalismus, wie wir ihn kennen. Und dass da jetzt sozusagen eine gewaltige Krise kommen wird, weil das Ganze, die ganze Wirtschaftstheorie, die wir jetzt haben, auf Scarcity beruht, also auf Knappheit von Ressourcen. Mhm. Und da wir jetzt aber im Zeitalter der Informationswirtschaft leben, wo Information das höchst bewertete Gut ist, das sozusagen nicht mehr gilt, weil Information ist nicht knapp. Du kannst Information für absolut null Kosten vervielfältigen. Mhm. Und deshalb, sie wird halt künstlich verknappt. Sie wird künstlich verknappt. Aber schreibt auch, das ganze Wirtschaftsmodell funktioniert jetzt so, und das sieht man auch schön bei diesen Pressegesetzen und diesem das Leistungsschutzrecht, dass da halt noch lobbyiert wird, um künstlich, oder DRM, um künstlich halt diese Informationsverbreitung zu stoppen oder zu kriminalisieren. Aber sobald das wegfällt, und das ist ja auch der Megatrend, dass die langfristig verlieren werden, funktioniert ein Kapitalistensystem nicht mehr oder ein Wirtschaftssystem nicht mehr, das auf der künstlichen, also auf der Knappheit von Ressourcen aufbaut, wenn diese Ressourcen praktisch gratis sind oder wenn sie zu near marginal oder near zero cost, was ja auch der Rifkin schreibt, also wenn die Vervielfältigung praktisch nichts mehr kostet. Und dann muss man sich halt ein anderes Wirtschaftssystem überlegen, und da schreibt er halt über die diversen Versuche, die es gegeben hat, sowohl kommunistische Theorie, Planwirtschaft und alles Mögliche. Und er sagt, er weiß eigentlich auch nicht genau, was danach kommt, aber man hat halt jetzt die Chance, dass man diverses anders macht im Sinne einer gerechteren Gesellschaft. Und ein Modell ist zum Beispiel, dass man sagt, die Verrechnungsgröße ist nicht Geld, sondern Lebenszeit oder Arbeitszeit, dass man so Zeitbanken macht. Und dann schreibt er auch, wo das schon gemacht wurde, was da wieder für Probleme gibt. Also er zeigt, es steckt halt extrem viel drinnen. Mhm. Und ganz am Schluss, das letzte Kapitel, verbindet er das dann noch mit der Umweltschutzbewegung, speziell mit den fossilen Brennstoffen und der Öl- und Gasindustrie. Und warum leugnen die so heftig den Klimawandel, warum lobbyieren die so heftig gegen jegliche eigentlich vernünftige Umweltschutzmaßnahmen? Und da ist seine Kernthese halt, dass der derzeitige Wirtschaftsordnung und Kapitalismus, wie wir ihn kennen, von dem braucht man sich nicht erwarten, dass er das Problem der globalen Erwärmung lösen wird, weil er es einfach nicht tut. Also alle diese Sachen, ja, dann besteuern wir halt CO2-Verbrauch und versuchen sozusagen im System die Spielregeln so zu ändern, dass wir ökologisch die Kurve kratzen. Da sagt er, das wird nicht passieren. Und das sagen auch alle, die viel davon verstehen. Da wird sozusagen entweder ein Crash kommen oder halt eine Art Revolution, und die Spielregeln werden geändert. Mhm. Und sein Hauptargument ist, dass wenn sich die Klimaschützer oder der Klimaschutzgedanke selber ernst nehmen würde, wüsste man, dass so und so viele Erdölfirmen jetzt nichts mehr wert werden, weil die ganzen Erdölreserven, die ihren Finanzwert am Aktienmarkt ausmachen, die noch unter der Erde liegen, dürften ja nicht verbrannt werden. Das ist eigentlich totes Kapital, wie ein Lager von einem unverkäuflichen Gut. Das heißt, das müsste sich eigentlich niederschlagen in den Aktienkurs, und diese ganzen Ölriesen müssten jetzt extrem weniger wert sein an der Börse, als sie derzeit sind. Und daraus schließt er halt, dass das nicht ganz hinhaut. Ja. Und mir hat das sehr gefallen, er spart aufs letzte Kapitel die Verbindung von Ökologie und Informationsgesellschaft und sozusagen Systemkritik, weil viele Sachen, die ich bis jetzt gelesen habe, also ökologisch oder jetzt Stallman, also informationstechnisch, sich halt auf einen Teilaspekt konzentrieren, aber keinen, die verschiedenen Bewegungen nicht miteinander verknüpfen und keine Zukunftsvision beschreiben. Ne? Und er versucht das eben zu verknüpfen und auch was draus zu machen. Genau, aber er hat jetzt auch keine Idee, wie es nachher weitergeht. Es ist im letzten Kapitel dann schon so Einzelmaßnahmen gelistet, wie man arbeiten müsste und vernünftige Vorschläge, aber er hat jetzt nicht das dritte Testament geschrieben, wo genau alles drinnen steht. Aber ich finde, seine intellektuelle Leistung ist, dass er sowohl sehr gut in die Vergangenheit recherchiert, warum haben zum Beispiel kommunistische Planwirtschaft nie funktioniert, egal wo sie versucht wurde. Ne? Und
also sozusagen diese Krisen von Kapitalismus, die es auch schon seit 1870 gegeben hat, dass er die sehr schön analysiert und auch die Literatur aufarbeitet, auch was Karl Marx da sich schon gedacht hat, und auch gleichzeitig verschiedene gesellschaftskritische Strömungen oder Theorien versucht, eben zusammenzufassen und zu sagen, sein Knackpunkt ist eben halt, dass Kapitalismus an sich auch nicht mehr derselbe ist, denn wir haben jetzt nicht mehr den Manchester-Liberalismus mit Kinderarbeit und schmutzigen Fabriken und so, ne? Sondern jedes Mal gibt es eine Krise und daraus entsteht dann was Neues und die Spielregeln ändern sich wieder. Und das ist halt sein Hauptargument, dass man sich darauf halt einstellen muss. Es hat keinen Sinn, in dem System herumzudoktern, sondern man sollte schon das nächste System andenken. Was mich jetzt interessieren würde, der geht aber davon aus, dass es irgendwie einen Zusammenbruch oder eine Revolution oder was auch immer geben muss. Ich stelle mir ja eher einen schleichenden Übergang vor. Ja, das ist nicht, er legt sich nicht fest, wie das genau passiert. Okay. Das kann jetzt auch Jahrzehnte dauern, aber eher... Muss keine Revolution. Es kann auch ein Niedergang sein und ein langsamer Wiederaufbau, aber man braucht ja diese ganzen Doom-Szenarios von... die es ökologisch gibt, nur ein bisschen ernst nehmen, dann geht es eher immer schneller bergab. Ne? Ach so, nein, ich hatte jetzt gedacht, dass er zwingend irgendeinen Zusammenbruch sieht, aber das war... Na doch, den schon, aber jetzt nicht an dem und dem Tag und in der und der Form. Ja, das meinte ich, ja. Okay. Also eine seiner Thesen ist auch, dass der Zusammenbruch schon viel früher hätte kommen sollen und erst durch die Öffnung des osteuropäischen Marktes hat sozusagen das Wirtschaftssystem einen Aufschub gekriegt. Das wäre so, als wäre jetzt ein neuer Kontinent entdeckt worden. Okay. Und sonst wären wir schon viel früher in so einer von diesen Wave-Zyklus wieder drinnen. Zwei Dinge dazu. Ja. Erstens, wäre es nicht zusammengebrochen, wäre es sowieso die Zeit gewesen, wäre es halt ein Wettrennen. Wer gewinnt? Ob der Kommunismus oder Kapitalismus gewinnt? Das heißt also. Es steht auch drin, dass der Kommunismus wahrscheinlich nicht gewonnen hätte, auch von der Wirtschaftslogik. Ja, gehen wir mal davon aus. Aber 25 Jahre, das wäre eventuell schon in den 90er Jahren gewesen. Mhm. Und wäre in den 90er Jahren dann der Kapitalismus eingebrochen? Hätte wenn das andere System stabil geblieben wäre, hätte er zumindest in eine Art von Krise erlebt. War halt 5 Jahre zuvor. Ja. Das könnte man jetzt auch mal betrachten. Und das nächste ist, was ich immer sage, ist, die Menschheit ist dazu verdonnert, Evolutionen nicht zu bekommen, sondern nur Revolutionen. Das heißt, alles, was uns weiterbringt, sind Revolutionen. Die Weltkriege sind ganz krasse Einschnitte in die Menschheit gewesen. Und das sind die einzige Möglichkeit, wie wir Menschen zu was Besserem kommen. Und meiner das ist Meinung. Deine Meinung oder was? Ja, ich habe jetzt einfach mal beobachtet. Dass die Menschheit aus Schaden klug wird, oder? Nein, klug dadurch nicht, definitiv nicht. Aber nur Revolutionen haben den Menschen bisher wirklich weitergebracht. Es musste erst wirklich extrem schlimm werden, bevor es besser wurde. Wenn du in der Geschichte schaust, satte Leute revoltieren nicht. Ja, wir wollen es nicht. Die Gesellschaft hat sich schon durchaus an gewissen Teilen, zumindest der Erde, stabilisiert jetzt über die Zeit. Die Regierungsform der Demokratie, auch hier hat sich einiges getan. Ich meine, das hat auch nicht von Anfang an gut geklappt, wie wir gesehen haben. Hat sich auch erstmal. Es gibt ja im Spiegel diese schöne Serie. Ist auch nicht etwas, was man für natürlich nehmen kann. Ja. Also, ich glaube nicht, dass die Revolution irgendwie immer nur notwendig zwingend sein muss, irgendwie. Ja. Aber umgekehrt. Es ist halt die Argumentation sehr gut, dass sie halt immer so sagt bei den Menschen: Ja, es muss halt immer furchtbar irgendwie was passieren, bis sich überhaupt was tut. Also aber könnte man jetzt zum Demokratie Beispiel auf den Brexit schauen und dass die EU jetzt beginnt, darüber nachzudenken, Reformen einzuführen. Als Beispiel beispielsweise. Aber ich würde sagen, es tut sich trotzdem an so vielen Fronten was, dass halt die positiven Veränderungen oder Reformen, die sich innerhalb des Systems tun und sich tun, haben halt weniger Aufmerksamkeit dann, glaube ich, auch menschlich auch. Speziell langfristige Veränderungen sind ja auch schwer zu entdecken. Ne? Kurzfristige merkt man. Genau, das ist... Das sind, also ich bezeichne den Menschen als den Frosch im Glas. Du weißt, der geht auf der Leiter rauf und runter, je nachdem wie heiß es ist. Mit dem kochenden Wasser. Ja, wenn du das Wasser langsam anfängst, zu kochen, bemerkt das nicht. Ist eine Legende. Okay, dann stimmt das nur für den Menschen. Ist der Frosch gescheit genug, dass er rauskommt? Interessant, ja... Also, ich habe jetzt, wir hatten irgendwann eine längere Diskussion mit ein paar Bekannten und wir haben halt versucht, in der Geschichte der Menschheit irgendwo Evolutionen zu finden und wir sind nicht wirklich fündig geworden. Während Revolutionen haben wir Dutzende. Die anderen waren alle anderer Meinung, sie wollten es nicht wahrhaben,
Und ich will es eigentlich auch nicht wahrhaben, aber ich habe mir gedacht, ich baue jetzt einfach mal diese These auf und ja, bisher haben wir nur Untermauerung. Ich würde. Das ist ja das, was ich meine, wenn ich ein Beispiel zur Evolution bringen kann, dann würde ich die EU aufführen. Nochmal, Revolution oder Evolution? Wenn ich eine Evolution als Beispiel bringen müsste, würde ich die EU aufführen. Was ist daran jetzt die Gründung der EU? Grundsätzlich, dass sich ein Kontinent wie Europa dazu entschieden hat, eine Gemeinschaft zu bilden, nachdem die Jahrhunderte an Kriegen da waren. Ja, das mit diesem ich behaupte, dass Evolution was hat uns die EU gebracht? Kennt ihr das? Kennt ihr das YouTube-Video? Was hat uns die EU gebracht? Ja, genau. Nichts hat uns die EU gebracht. Reisefreiheit. Reisefreiheit. Aber was hat uns die EU sonst gebracht, außer Reisefreiheit? Genau von denen nach. Ja, die Reisefreiheit wird uns aber ganz schnell wieder genommen. Das kann ich gar nicht. Aber das, darf ich da? Ich habe ja immer noch meine Hypothese, Theorie, wann heißt Hypothese, wann heißt Theorie, in den Sozialwissenschaften halt, egal. Also ich bin ja immer noch der Meinung, dass meine Evolution, dass die über so lange Zeiträume läuft, dass man sie normalerweise nicht mitkriegt. Und wenn Katastrophen sind, dann sind die Menschen gezwungen, aktiv was Neues zu machen. Und dann merkt man es halt. Das kann vielleicht sein, aber ich möchte noch was anderes hinzufügen. Revolutionen müssen nicht unbedingt ad hoc sein. Sie können auch sehr lange brauchen. Der Unterschied ist nur, dass dabei es trotzdem einen Bruch gibt. Das heißt also, man kann sagen, oh, der ist, oh Mann. Ah, das Bier war gut. dass es da wirklich einen Bruch gab und der kann auch länger über Jahrzehnte durchaus dauern. Das ist dann ein definitorisches Problem. Ja. Also okay. Unter Revolution nicht jetzt irgendwie Leute steigen auf die Barrikaden, es fließt Blut, sondern es kann auch ein Bruch sein. Vielleicht noch hinzufügen. Das kann man ja dann so sagen. Das kann man dann aber auch als Evolution. Ja, also wie gesagt, das kann man dann definitorisch. Ja, aber ich möchte noch was hinzufügen. Alle Revolutionen, die ich gefunden habe, waren positiv. Cool. Weil zum Beispiel der Zweite Weltkrieg, danach hatte die Revolution erst stattgefunden. Davor war es eine Evolution. Das ist schwierig. Das ist sehr schwierig. Ja. Zum Thema Evolution jetzt. Ich weiß jetzt aber nicht, wie viel ich davon von diesem Buch Postkapitalismus zitiere und wie viel vom Buch Sapiens, was ich vorher gelesen habe. Da ging es um die Entwicklung des Menschen. Es gibt durchaus Evolution, auch die du messen kannst, zum Beispiel wenn du von den Einberufungen die Höhe und das Gewicht von den 18-Jährigen misst, die seit ein paar Jahrhunderten erfasst wird für die Einberufung. Das ist aber nicht gesellschaftlich, sondern körperlich. Ja, also es ist rein körperlich. Ja, da weiß man, oder auch Lebenserwartung, wo es relativ jahrhundertelange gute Aufzeichnungen ist, da weiß man, dass speziell die letzten Jahrhunderte enorme Entwicklungen gab. Anderes Beispiel, was sehr augenscheinlich ist, ist Fettleibigkeit. Ne? Mhm. Speziell in den USA, wo man auch weiß, das ist erst ein paar Jahrzehnte alt. Also da gibt es Evolution. Und dann, was in einem von den beiden Büchern auch angeschrieben wird, ist, dass Unsterblichkeit oder zumindest nicht unsterblich, aber Langlebigkeit, künstlich verlängertes Leben, ja, dass das nicht mehr technisch unmöglich ist und dass das sicher kommen wird. Und es wird natürlich nicht kommen für die ganze Menschheit, sondern erst für die Reichen und für die Early Adopters, die sich das halt medizintechnisch antun. Und wenn das kommt, hat das natürlich auch extreme gesellschaftliche Auswirkungen, weil das den Letzten, er schreibt, ich glaube, es war der Paul Masson, es wird den letzten gesellschaftlichen Gleichmacher zerstören. Bis jetzt ist nämlich so, auch wenn du sehr arm bist oder sehr reich, du weißt, dein Leben ist aus nach 90 Jahren, 100 Jahren, was halt die maximale Lebenserwartung derzeit ist. Und sobald das jetzt aber kommt, dass halt durch den technischen Fortschritt du zumindest, außer wenn du jetzt einen Unfall hast, dich zellulär endlos verlängern kannst, ja, dann gibt es sozusagen die Kaste der denen es halt gut geht und die leben dann halt wirklich extrem lang und die sich diese Behandlung nicht leisten können und die leben kurz und das birgt natürlich noch viel mehr gesellschaftlichen Sprengstoff. Also die Evolution spielt da durchaus rein. Ich nehme es an, ich weiß es nicht. Er schreibt ein paar von den Sachen, reißt er nur sehr kurz an. Ja. Ja. Aber ja, das ist durchaus... Das geht ja davon aus, dass das... Ja, okay. Dazu habe ich auch meinen Film gesehen. Okay, das ist nur ein Actionfilm eigentlich, aber In Time. Da geht es darum, dass jeder Mensch bei der Geburt... Justin, wie heißt der? Timberlake. Wirklich? Mhm. Das ist ein lustiger Titel für den Namen. Justin Time.
Ja, stimmt. Dann weiß ich jetzt endlich, wo das herkommt. Ich habe es schon öfter gelesen als Gag, das Just in Time und wusste nie. Okay, gut, danke schön. Ja, das habe ich noch nie gehört dafür. Na gut, wurscht. Jedenfalls, da bekommen alle Menschen von Geburt an eine bestimmte Lebenszeit. Die wissen es dann schon. Ja, das, alle bekommen dasselbe an Lebenszeit. Sie haben eine Uhr. Mhm. Und die läuft ab. Aber erst mit 18 fängt die Uhr an zu laufen. Mhm. Das heißt, die ersten 18 Jahre sind definitiv garantiert. Mhm. Danach fängt die Uhr an zu laufen. Und jetzt ist diese Zeit Geldwährung geworden. Das heißt, wie kannst du die handeln? Du kannst tauschen mit anderen, oder? Du kannst immer andere Lebenszeit verkaufen. Es gibt Banken, die handeln mit Zeit. Und es gibt Reiche, es gibt junge Leute. Die Reichen leben dann länger und die Jungen... Es haben sich drei verschiedene Gesellschaften mehr oder weniger gebildet. Die Armen, die wirklich in Time leben, just in time. Die wissen nicht, ob sie am nächsten Morgen nicht vielleicht tot sind. Weil sie so wenig Zeit gut haben. Weil sie immer nur für den nächsten Tag sozusagen eventuell. Mhm. Viele Jugendliche haben in den Regionen schon fast ihre Zeit aufgebraucht. Also wenn sie 18 werden, müssen sie sofort wieder für jeden Tag sozusagen arbeiten. Okay, und sonst sterben, oder? Ja, und die mittleren, die Mittelschicht gibt es dann, die haben ja ein normales Leben. Mhm. Und dann die Reichen, die dann tausende von Jahren Lebenszeit haben. Gar nicht haben. So viel anders, als jetzt ist. Weil wenn du in einem Slum groß wirst, hast du eine kleinere Lebenserwartung. Als ja, nur dass es dort um Geld, jetzt bei uns um Geld geht und dort, aber ein bisschen vergleichbar. Aber zumindest, sobald du ein bisschen mehr Geld hast, ist es nicht mehr so. Mhm. Nur wenn du ganz unten bist, ja. Die Prämisse war gut, der Film leider dann im Endeffekt nicht so gut. Ja, stimmt, es war zu sehr actionlastig. Klingt mir aber jetzt trotzdem interessant genug, dass ich ihn anschauen will. Ja, ja, sicher. Also, kann man sich, ich habe es ja auch mal so, wegen weil das gut gekommen hat. Die Idee ist auch in diesem Gott in Brüssel Film, da weiß dann auch jeder plötzlich seine Lebenszeit und dadurch bricht die Gesellschaft zusammen, weil die Leute nicht mehr arbeiten können, was nun wurscht ist. Mhm. Das hat auch jeder so am Armband, wahrscheinlich haben sie es von denen einfach abgestohlen, haben sie dann so eine Armbanduhr, die so einen Countdown runterzählt. Ich muss das mal endlich sehen oder lesen, ja. Nochmal so Buchempfehlung, Paul Mason, Postkapitalismus. Sehr, sehr zu empfehlen. Ich werde es nochmal lesen, mitschreiben, vielleicht kann ich dann kohärenter drüber reden. Mir war das gerade ein bisschen zu theoretisch, ich möchte ein bisschen handfester werden. Wir sind jetzt gerade in der ersten von den 6 Tesla-Diskussionen, die für uns relevant sind. Weil das erste Mal bekannt ist, geworden ist, dass in einem Autounfall mit einem Tesla-Auto ein Mensch gestorben ist, der in dem Auto drinnen war. Mhm. Zu dem Zeitpunkt, wo der Autopilot, oder wie auch immer man diesen Assistenten da bezeichnen will, eingeschaltet war und der Fahrer hat gerade nicht drauf geachtet selber, der hat wahrscheinlich Video geschaut. Und es war ein Problem, es fuhr ein Sattelschlepper quer, der keinen Unterfahrschutz hatte. Die Elektronik hat die beiden Achsen oder Aufliegerteile erkannt und hat geglaubt, dass das dazwischen ein Schild ist, das hoch oben ist, sodass sich das mit dem Durchfahren leicht ausgehen würde, was sich aber nicht ausgegangen ist, so ist der gestorben. Und jetzt hat man sozusagen die erste Diskussion, das erste Mal ein Mensch gestorben ist während dieser Fahrt. Das war so die erste Geschichte. Und es geht auch ein bisschen Diskussion rum. Ich sage, die zweite Diskussion wird dann sein, wenn das erste Mal einer zu Tode kommt, der nicht im Auto sitzt. Also ein Passant, der betroffen ist. Wird wohl bald auch einmal sein und wird wohl wahrscheinlich auch in den USA das nächste Mal sein, weil dort die meisten Teslas herumfahren. Dritte Diskussion wird dann sein von uns ein bisschen näher, wenn es in Deutschland das erste Mal passiert. Vierte Diskussion, wenn in Deutschland ein Passant ums Leben kommt, fünfte Mal dann in Österreich ein Fahrer und das sechste Mal dann in Österreich ein Passant und dann sind wir sozusagen durch. Dann wird es sozusagen Status Quo sein, dass die Autos einfach autonom fahren, glaube ich. Die Autonomie ist ja nochmal was anderes, weil der Autopilot ist ja nicht dazu da, den Fahrer abzulösen, sondern nur zu assistieren. Noch. Das glaube ich, wird graduell passieren. Und auch dadurch, dass halt diese Systeme lernen. Mhm. Ich finde es sehr erstaunlich überhaupt, dass die Tesla so jetzt mit dieser Software schon so, mit diesem Assistenten in der Form schon so fahren dürfen. Fahren dürfen. Ist
Es ist nicht so arg viel, was sie machen. Sie machen Spurhalten. Wenn es Bodenmarkierungen gibt auf Landstraßen, dann fahren sie den Kurven auch nach und sie können Spur wechseln. Ja, aber das hat man ja keine, es hat ja nicht lange gedauert, bis schon das erste YouTube-Video von einem Typen aufgetaucht ist, der sich auf die Rückbank gehockt hat. Ja, das ist auch nicht der Sinn von dem. Das ist auch illegal. Also das ist ja schon, also das ist fahrlässig. Es ist erstaunlich, wie schnell das Ding da jetzt geliefert wird. Aber diese Technologie und auch zugelassen ist auf den. Ich finde auch nicht, dass ihm der Autopilot entzogen werden soll, sondern der Führerschein. Aber das haben wir von Mr. Bean auch schon gesehen, wo er sich die Zähne geputzt hat, nicht? Mit der Scheibenwaschanlage, ganz ohne Autopilot. Oder wie er auf dem Auto, auf dem Sofa, auf dem Sessel lag, und dann gelenkt hat mit dem Seil. Ja, genau. Also da gibt es ja auch alle. Eine andere Sache, was da reinspielt, wo wir jetzt auch schon ziemlich in der Zukunft sind, Asimov, ist, dass die Polizei in Dallas, da war so ein Proteste gegen rassistische Polizeigewalt, und dann haben, glaube ich, Scharfschützen auf Polizisten geschossen, ein paar Tage her. Und wie sie diesen Scharfschützen erwischt haben, war der so verbunkert, dass sie einen Roboter eingesetzt haben, der normal zu Minenräumern verwendet wird, und an den haben sie Sprengstoff montiert und damit den Scharfschützen umgebracht. Also wirklich, die Polizei hat einen Killer-Roboter eingesetzt, um einen Menschen zu töten. Ja. Aber keinen autonomen, oder? Ich glaube, er war noch remote-kontrolliert. Ja. Aber damit ist halt jetzt auch ein Schritt weiter in Richtung... Ja, diese Grenzen werden Drohnenkriege jetzt... Ja, in Richtung, wie heißt das, von... Terminator. Entmenschlichung. Skynet, Richtung Skynet, wieder ein weiterer wichtiger Schritt. Das mit dem Autonomen wäre das schon noch ein eigener Schritt und noch eine eigene Frage, aber diese Fragen werden uns jetzt die nächsten Tage, zumindest im Autoverkehr, auf jeden Fall beschäftigen. Also die ganze Science-Fiction-Literatur, mit der wir groß geworden sind, holt uns jetzt ein real gerade. Mhm. Bei Fahrzeugen sind wir in einer spannenden Zeit. Es gibt wenig autonome Fahrzeuge und viele Fahrzeuge, wo Menschen dahinter sitzen. Das wird sich ändern. Und in Zukunft werden wir vielleicht Fahrzeuge nicht mehr beibringen müssen, sich an unseren Verkehr anzupassen, sondern die Fahrzeuge erzeugen sich den Verkehr selbst. Mhm. Also Kommunikation, Fahrzeug zu Fahrzeug, dann haben wir diese Problematik vielleicht gar nicht mehr. Dass er Fahrzeug erkennen muss. Wenn es keine Amok-AI gibt. Das ist ja vielleicht eine Übergangsproblematik. Ja, ist ja wirklich jetzt auch noch vielleicht nicht der schöne Weg, dass wir den Autos beibringen, sich an einen menschlichen, nicht so perfekten Verkehr anzupassen. Und wer ist schuld, wenn es einen Unfall gibt? Gibt es jetzt eigentlich die Frage nicht Vorstellung schon so Ethik für AIs? Die klassische Frage ist, das Auto ist unkontrollierbar, soll es jetzt in eine Gruppe mit Omas oder eine Gruppe mit Kindern reinfahren? Oder ist das eine Versicherung? Ja, nicht nur für Versicherungen. Es geht um mein Leben. Ja, genau richtig. Das haben die Leute haben das auch in NSFB, in irgendeinem Podcast, und sie sagen, Leute, das ist die Problematik. Du bist auf einer Straße und es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder rast das Auto in eine Mauer rein, bringt dich um, oder es rast in eine Menschenmenge rein und du bleibst unbeschadet, die Menschenmenge stehen. Ganz ehrlich, das ist noch eine der Fragen, wo ich sage, okay, das sind philosophische Themen. Ist es philosophisch, dass du gesagt hast, es geht gerade um dein Leben? Du sitzt in diesem Auto drinnen. Ich habe aber eine andere Frage. Würdest du eine Technologie kaufen, die dich im Zweifelfall umbringt? Ja, das ist auch ein Verkaufsargument. Ist das irgendwie gut vom BMW-Händler? Naja, das wären okay, das sind sehen. Ja gut, okay, das ist aber eine andere Frage als die, ich meine, ihr habt recht, ja, das ist auf jeden Fall auch eine wichtige Frage. Was ich meine ist, was ist bei einem Softwarefehler? Wir können Softwarefehler definitiv nicht ausschließen. Das heißt, was ist, wenn die Software einen Fehler macht? Aber das ist kein neues Problem, das haben wir jetzt genauso bei ABS-Systemen, bei Drive-by-Wire, bei all den Geschichten, dafür braucht man keine Auto. Ist jetzt der Autohersteller schon? Was ist, wenn meine Waschmaschine die Wohnung unter mir und unter Wasser sitzt? Und was ist, wenn mein Gasdurchlauf der Hitze explodiert? So Haftungsfrage. Also, wir haben ja immer so Geschichten, also wir haben ja schon Technologie, die wir nicht zu 100% beeinflussen können. Ja, aber das sind noch. Und ich denke, das ist jetzt in einer größeren Dimension, aber das Prinzip ist das gleiche, finde ich. Also Drive-by-Wire haben wir schon einige Jahre zugelassen im Straßenverkehr. Du bist als Nutzer ja immer in der Verpflichtung, dass die Maschine, die dir da die Arbeit erleichtern soll, dass die tatsächlich das tut, was sie soll. Und da gibt es so eine Grenze, wo man sagt, man kann es nur beeinflussen. Das kannst du ja beim Auto auch sagen. Du kannst ja sagen, du sitzt da vorne drin, du lässt dich da fahren. Wahrscheinlich lässt die Aufmerksamkeit nach, aber deswegen solltest du trotzdem nur wissen, wie so ein Auto funktioniert und im Notfall eingreifen können. Also in diesem Fall bist du verantwortlich, weil dieser Autopilot nur zur Unterstützung ist und nicht zum alleinigen Fahren. Es ist kein Fahrer, dieser Autopilot, sondern du bist weiterhin der Fahrer.
Und sobald es diese automatischen Autos gibt, ist das Ganze auch wieder ganz anders. Dann ist natürlich der Fahrer nicht mehr schuld, weil er fährt ja nicht. Er ist nicht der Fahrer. Ja. Wird dann interessant, wenn der erste Open-Source-Auto-Self-Driving-Code einen Unfall verbaut hat, ob dann rückwirkend alle Committer zu dem Code bestraft werden. Das ist auch wieder ein Fall. Stimmt, du hast vollkommen recht. Haben wir gerade die Thematik, weiß nicht, ob ihr das gelesen habt, dass die MRT-Ergebnisse der letzten x Jahre in Frage sind zurzeit. Ja, MRT, richtig. Das war Magnetresonanz-Tomographie. Weil die Software ist doch nicht ganz so super, wie man gedacht hat. Die Software ist besonders in der Forschung natürlich, weil viele Papers auf diesem Grund sind. Messergebnisse, dann Forschungsergebnisse eröffnet haben. Und es, ja, genau, richtig. Musst halt nachforschen. Musst halt mehr machen, ja. Falls noch lebst, ja. Nicht. Ja. Lieber, ja, es wird wahrscheinlich im besten Fall rot markiert. Also so. Sagen wir es so, es ist nicht die Software, markiert, die in Krankenhäusern eingesetzt wird, um zu erkennen, um die Bilder darzustellen, sondern es sind nur für wissenschaftliche Zwecke, also um zu erkennen, wo ist welche Region und solche Sachen und was macht die gerade. Springst du gerade auf bestimmte Gefühle an oder sowas? Also Aktivitäten im Gehirn. Die war fehlerhaft, diese Erkennung. Und zwar haben sie die sozusagen sich selbst definierend geschrieben, dass sie gesagt haben, wir haben hier zwei Testgruppen und wir machen jetzt mit beiden Messungen und dann gucken wir einfach die Unterschiede an und dann passt das schon. Das funktioniert nicht, weil nämlich, was ist, wenn es noch andere Möglichkeiten gibt. Das heißt, sie haben sozusagen die Messergebnisse so umgedreht, bis sie zu ihren Erwartungen gepasst hat. Also sie haben die Erwartungen ausgerichtet. Das ist ein ganz neues Problem in der wissenschaftlichen Forschung. Ne? Ja, und das funktioniert halt nicht. Und jetzt sind sie darauf gekommen, ups, und es sind Jahrzehnte an Forschungen dafür, sind jetzt fragwürdig. Das ist doch eine Revolution, Bruch, kann man wegwerfen, die Ergebnisse. Das ist auch wieder neue Forschungs. Interessant ist halt, Ergebnisse generieren. Ja, interessant ist, was sie halt zum Teil festgestellt haben. Sie haben einen Hirntoten, also eine tote Person und eine lebendige Person gemessen. Und bei der toten Person wurde diagnostiziert, dass sie noch lebt. Das ist ja schon der beste Beweis dafür, dass diese Software nicht funktionieren kann. Weil sie misst nach den Erwartungen und nicht nach dem Ist. So, wenn du in Wien spazieren gehst, siehst du das oft, dass manche Leute, die herumlaufen, sich ja weniger Hirn gibt. Ich finde das jetzt nicht so mal. Pokémon Go, oder wie hieß das? Man sagt ja auch Smartphone-Zombies. Ne? Smombies. Jetzt haben wir es, die Smartphone-Zombies. Ich würde sagen, wir verblödeln uns langsam. Das war hochphilosophisch, Diskussion. Ja. Ich glaube, dazu könnte ich wirklich meinen eigenen Podcast machen. Oder ein Buch schreiben. Ich muss mich schon im Voraus entschuldigen, ich kann den nächsten XML-Feed nicht machen und werde es versuchen, mit dem Gregor abzuklären. Also, falls der nächste Feed nicht oder schlecht funktioniert, bitte auf der Shownote-Seite nachschauen, dort ist der Podcast zum Download. Du bist die nächsten beiden Male nicht da. Ja, ist noch nicht ganz fraglich. Auf jeden Fall, nächstes Mal bin ich zwar noch da, kann dann aber nicht mehr den Feed machen. Aber Narrenfreiheit im nächsten Podcast. Ja, kann sein. Ich habe eine nächste Episode, Erz-Janor-Experiment. Ja, genau. Endlich Spoiler. Nein! Ungestraft, das Spoiler. Dieser Gesprächsfall offen, okay. Ja, wir sehen uns wir hören uns nächste Woche auf jeden Fall. Okay? Also, am nächsten bin ich noch da, nur am Dienstag bin ich noch da. Ah, okay. Dann ich wieder mit auf weg. Ich kann dann nur nicht die Postprodukte machen. Ich bin noch da, na verdammt, da kann ich ja gar nicht. Naja, also tun, als wäre. Wir können schon mal üben, ich kann so tun, als nicht, ob ich nicht da bin. Ja, das ist kein Grund. Ja, wer weiß. Ja. Also, wer ist mir, ich fahre nach Irland auf dieses Camp und heute war die Bestätigung, ja, wir haben genug Anmeldungen, aber es gibt Probleme, die Zahlungen einzutreiben und einige sind nicht erreichbar. Das heißt, es kann nicht sein, dass das Camp im letzten Moment gecancelt wird oder doch stattfindet, aber keine Ahnung, ich fahre auf jeden Fall hin und check das und sonst verbringe ich halt ein paar Tage in Irland. Wir wünschen dir viel Erfolg dabei. Danke, danke. Dass es doch zustande kommt. Ja, auf jeden Fall nächstes Jahr kommt es ganz sicher zustande. Was für ein Camp? Ich mache ein Programmiercamp in Irland mit einem Kollegen, wo halt Englisch geredet wird und Kinder programmieren lernen und auch Englisch lernen. Okay. Und, ja, mal geht's hin. Und viele, die mal wieder hier hinkommen wollen und mich nicht sehen wollen, im August bin ich nicht da. Ganzen August schwänzt du? Mal gucken, irgendwann. Also sagen wir mal, ich komme maximal einmal im August.
Kommst du dann zurück mit fetten Reports von Festivals von irgendwo? Nein, doch. Stimmt, ja, ein Festival ist viele geplant, Fotos ja. Bitte, viele Interviews. Ja. Live. Ist beim Golftreffen? Meinst du dieses Golftreffen am Wörthersee? GTI-Treffen? Ja, nee, da bin ich nicht. Aber ich weiß, welches du meinst. Nein, ich bin ja nicht Autofahrer. Ich bin da, ich kann nicht weg, mir ist mein Rad gestohlen worden. Ah ja, stimmt. Das ist total unspektakulär. Wann war das denn? Dafür, dass ich seit wie lange fahre ich Rad? Ach, ich möchte es gar nicht, weil sonst kann man nachrechnen, wie alt ich bin. Wollen wir jetzt nicht. Nein, ich habe keine Ahnung. Also seit 60 Jahren fest im Rad. Ja, so ungefähr. Ne? Schon tief. Ach, Dennis, danke. Du bist immer so charmant. Gerne geschehen. Nee, mir ist tatsächlich noch nie ein Rad gestohlen worden, obwohl ich meine Fahrräder immer draußen parke, weil mir das viel zu umständlich ist, sie irgendwie in die Wohnung zu schleppen oder sonst irgendwas. Kuschelst du nicht mit deinem Fahrrad? Nein, ich fahre aber auch immer nur gebrauchte oder ältere oder klapprige Räder. Das einzige neue Rad, was ich hatte, war mal mein Jugendrad und da hatten wir irgendwie die Möglichkeit, dass ich das in der Garage abstellen. Und mir ist tatsächlich jetzt zum ersten Mal mein Fahrrad geklaut worden und ich wollte es erst auch gar nicht glauben und habe mir gedacht, irgendwie vielleicht habe ich es ja woanders abgestellt, aber ich habe das dann nochmal rekonstruiert. Es ist einfach leider gestohlen. Aber jetzt weiß ich wieder, warum ich nur irgendwie 120 Euro Fahrräder fahre, weil ich habe mir auch sagen lassen, in Wien passiert sowas öfter. Ja. Wobei ich dachte mit immer, München ist die Fahrrad... Mit was mit? Bügelschloss. Nee, mit so einem Kette Ringeldings. Ja, okay, das geht schnell durch. Ich muss dazu sagen, ich musste mal, weil ich den Schlüssel von meinem Fahrradschloss verloren habe, ein Bügelschloss mit einem Bolzenschneider aufschneiden und es geht dermaßen einfach, wo man denkt, also wenn man so ein Schloss aufmachen will, dann geht es auch. Mhm. Also das ist überhaupt kein Thema. Das war jetzt, wie gesagt, ich hatte mir ja absichtlich ein gebrauchtes, ein älteres gekauft und das hat mir mitsamt irgendwie Reparaturen, die es hatte in den letzten 2 Jahren, glaube ich, 120 Euro gekostet. Das ist jetzt kein Wertverlust, es ist nur ärgerlich, weil ich jetzt mal zur Tür rausgehe und dann erstmal wieder Scheiße, jetzt muss ich halt zu Fuß gehen. Ja, genau. Aber ich habe jetzt schon einen Laden gefunden, der hat wieder so gebraucht in der Preisklasse. Ich weiß, wo du ein Fahrrad abstellen kannst. Da steht seit 2 Jahren ein Fahrrad und es wurde noch nie geklaut. Mhm. Es ist nämlich direkt an einer Laterne, einfach so, auch in einer Fußgängerzone. Es steht immer noch da. Und die Lampe, die ist abnehmbar, die steckt auch immer noch dran. Ist das nicht herrlich? Ich weiß nicht, die Lampe haben es mir nie geklaut. Ich habe ja meine Lampen immer dran gelassen, weil mir das zu umständlich war. Ja. Die haben es mir nie geklaut, aber jetzt halt gleich das ganze Rad. Das haben sie bei mir mal versucht. Okay. Ja, da haben sie nur probiert, der Schrauber war weg, aber... Ich habe mir jetzt auch nicht Gemühe gemacht, dass ich das anzeige, weil ich mir entweder... Wenn es ganz blöd ist, wenn es jemand ist, ich weiß nicht, in München passiert sowas, dass die Leute dann manchmal das Rad wieder an der Stelle abstellen, also dass sie es wirklich nur mitnehmen, weil sie es gerade irgendwie brauchen und eine Woche später taucht es wieder auf. Oder halt, es ist einfach weg und dann wird es die Polizei auch nicht mehr finden, weil wie sollen die mein Rad finden? Ja, aber Versicherung, wenn du... Ja, für 120 Euro habe ich jetzt keine Radlversicherung abgeschlossen. Hast du nicht eine Haushaltsversicherung? Nee. Okay. Nee. Weil in der Haushaltsversicherung ist es mit drin, wenn es innerhalb des Gebäudekomplexes steht. Ja, nee, weil innerhalb des, wir haben ja einen Radlkeller, aber das ist so eine Umeinanderschlepperei, dass ich es immer am Fahrradständer gegenüber von der Haustür stehen hatte. Und also es stand außerhalb des Hauses? Ja. Okay, ja, das ist ein Pech. Die haben so enge Vorgaben, jedes Jahr 20% weniger und du brauchst eine Rechnung. Und also mir ist tatsächlich mehrmals gesagt worden, ich sollte vielleicht keine Haushaltsversicherung abschließen, weil die Bedingungen, unter denen die Zahlen so sind, dass sie sowieso praktisch nie zahlen. Ich habe jetzt auch aber jetzt auch so, dass ich keine Wert, also ich habe keine Werte bei mir drinstehen, wo ich mir dann denke, irgendwie große Antiquitäten, die muss man versichern. Mhm. Also ich habe jetzt die Haushaltsversicherung durchgegangen. Ich wollte meine verlängern, die lief auf 3 Jahre und wurde jedes Jahr verlängert. Und dann plötzlich, als ich umgezogen bin, wollten sie mehr Geld sehen. Okay,
Wohnung war größer, aber gleichzeitig mindestens 9 Jahre abschließen. Und die 9 Jahre war der Grund, weshalb ich es nicht gemacht habe. Okay. Weil 9 Jahre mich an eine Versicherung binden, wenn die Versicherung gut ist, bleibe ich bei der, wenn sie 9 Jahre zwingt. Gibt es auch ganz gute Services zum Online-Vergleichen. Ja. Ja, ich habe aber mir auch gedacht, die Art und Weise das rentiert sich bei mir nicht mehr. Die Hälfte gekommen von der Prämie, bei der gleichen Leistung. Ja. Ja, das Komischste ist jetzt wirklich immer, dass ich zur Tür rausgehe und dann erstmal zum Radl will und dann stehe ich dann da und schaue. Phantomschmerzen. Ja, die Phantomschmerzen. Das wird sich bis nächste Woche hoffentlich geändert haben. Ja, hast du eine Karte für das Wien Citybike? Nee, das habe ich mir auch schon überlegt. Könntest du das jetzt machen? Ja, das kann ich jetzt eigentlich auch machen. Ja, ist richtig. Ist nur einmal formal. Ich habe mich noch nie damit befasst. Da muss man sich nur registrieren. Da musst du dich nur registrieren. Oscar-Karte. Einfach Bankomat. Online registrieren und geht. Online geht schon. Du brauchst nicht einmal mehr Bankomatkarte. Irgendwas brauchst du doch in der... Bankomatkarte. Und dann ist halt die Politik so, also die erste Stunde ist immer gratis. Also wenn es nicht länger als eine Stunde am Stück warst, sondern es dazwischen wieder in eine Station reintust. Sogar wenn es nur eine Minute in die Station reintust, gilt es wieder als neue Stunde. Wie finanzieren die sich denn dann, wenn die so... Das ist ein Service der Stadt, die leben von der... die sind subventioniert und B von einem Werbekonzern. Von zwei. Am Anfang noch paradiesischer, oder? Da mit diesem 1-Euro-Münze oder was da war ja überhaupt keine Registrierung notwendig. Hat leider nicht geklappt. Muss man dazu in Wien gemeldet sein? Nein, kannst du als Tourist auch machen. Sehr gut. Was meinst du, wie so viele beim Friday Night Skating mit den Dingern rumfahren? App installieren. Ich habe mich tatsächlich dann 1 Euro, dann wird es teurer. Also wenn es sich lange ausprobiert. Aber das heißt, ich kann auf jeden Fall am Freitag mitfahren, egal ob ich jetzt eigentlich 2 Euro, wie schön. App installieren am Handy aus 2 trivialen Gründen. Von einer leeren Station kann man kein Rad ausbauen und an einer vollen kann man keins zurückgeben. Und die App sagt da genau. Und die App sagt da, wie viele Stellplätze und wie voll die gerade ist. Das heißt, ob du da Chance hast, dass du noch deins los wirst. Nutzt schon jemand von euch? Ja. Ich habe es einmal in meinem Leben genutzt. Und die Dreigangräder sind erträglich, die Eingangräder nicht. Da gibt es 2 Generationen, also 2. Ich glaube, es gibt sogar 5 oder 6 Modelle. Ah, okay. Weil es gibt also diese blauen und die orangen und die gelben, die sind alle irgendwie unterschiedlich und so. Ja, danke für den Tipp. Ich dachte mal, das ist für umständlicher. Nee, dann teste ich das auf jeden Fall. Das müssen die ja so einfach wie möglich machen, sonst nutzen es die Leute nicht. Naja, so war es ja in Deutschland mit den ganzen Angeboten. Da gab es ja auch schon verschiedene, die immer von irgendjemandem wieder aufgekauft wurden, weil es eben nicht funktioniert hat. Und es war relativ umständlich, deswegen habe ich mich tatsächlich schon gewundert, dass beim Friday Night Skating so viele von diesen Rädern mitfahren, weil man dachte, ja, es funktioniert das ja irgendwie. Ja. Eine Warnung kann ich mitgeben, wenn man das Rad reinschiebt, muss man wirklich schauen, dass das sich richtig einklickt, weil einmal ist mir das passiert, da habe ich so in geschlampert reingeklickt und dann ist der Zähler weitergelaufen und ich habe dann eine böse E-Mail gekriegt, dass ich halt so viel Kosten verursacht habe, haben es dann aber aus Kulanz auch. Sieht man auch im Terminal, ob man jetzt ausgecheckt ist. Ja, man sollte auch noch auf der eigenen App. Ja. Weil man auch für die, wo man nichts zahlt, eine Rechnung sozusagen kriegt. Also man sieht instantan, ob es erfolgreich zurückgegeben ist oder nicht am Handy. In Perchtelsdorf gibt es auch sowas Ähnliches. Die haben einen Elektromotor mit dabei. Und für alle Perchtelsdorfer ist es kostenlos, E-Bikes. Und allerdings, wenn du von außen kommst, kannst du die nicht nutzen. Das ist für Einheimische. Ja. Und sie haben zuerst gedacht, ja, das werden wahrscheinlich die meisten zwischen Perchtelsdorf und Liesing nutzen, weil die Perchtelsdorfer können auch in Liesing das Rad abstellen. Ah, okay, ja. Aber nee, es wird tatsächlich hauptsächlich innerhalb von Perchtelsdorf genutzt. Und gibt es in Perchtelsdorf ein Netz, also gibt es da mehrere Stationen? Es gibt am Marktplatz in Liesing und ein bisschen weiter dazwischen, würde ich jetzt sagen. Also nicht viele Stationen. Das heißt, die Leute fahren wohin und geben es dann an dieselbe Station zurück sozusagen. Oh, eventuell. Aber es ist dadurch, dass es kostenlos ist und eine Hinstrecke, geht es wahrscheinlich schon. Also es gibt nicht viele Stationen, aber das, was ich gehört habe, ist, dass die ziemlich zufrieden sind mit dem System. Es ist zum Testen da, ob die Leute es nutzen würden und die Nutzung scheint gegeben zu sein. Dann haben sie es weitergeführt. Es war nur für ein paar Monate geplant. Es wird weitergeführt. Aber ist aber nicht juristisch kompatibel jetzt mit dem Wiener Citybike, schätze ich, ne? Nein, die sind völlig unterschiedlich und funktionieren
sind auch unterschiedliche. Das sehe ich statt Aspern, haben sie auch irgendwie ein eigenes System mit eigenen Stellen und so, ist auch nicht kompatibel. Das, die haben auch E-Bags. Mein Schwager arbeitet für die, ich werde mal versuchen ihn zu interviewen, was er mir immer erzählt ist, dass halt jeder Bezirksvorsteher von einem abgelegenen Bezirk von Wien möchte genau eine Station haben, möglichst vor seinem Bezirksrathaus, dass er dann feierlich eröffnen kann und sonst nichts. Und sie haben halt das inverse Konzept, also sie breiten sich sozusagen von der Innenstadt aus und wenn sie Stationen machen wollen, dann nur in der Nähe von anderen Stationen, weil das Ganze sonst keinen Sinn hat. Also eine Inselstation irgendwo in der Pampa, wo du nur eine Stichfahrt machen kannst oder Transferfahrt, bringt nichts. Und deshalb sind auch, ist das halt auch immer schwierig, mit den Bezirksvorstehern zu verhandeln, weil die halt eine Prestigestation haben wollen, aber auf keinen Fall da ihre Parkplätze hergeben oder ihre Gehsteige. Das halt, wächst halt sehr langsam. Aber es gibt in vielen Städten, ganz also gut. In Frankreich. Gibt es da noch so Geschichten in Wien, dass da gibt es sicher so neuralgische Punkte, die über viele Räder abgegeben werden, dass die dann wieder verteilt werden? Ja, gibt es schon Leute, die fahren mit so riesigen Autos herum und die Räder dann herumchauffieren und die kaputten Räder in die Werkstatt und etc. Ja, das wird alles gemacht. Die fahren allerdings selber Trikes, meines Wissens. Ein Arbeitskollege hat mal einem zugeschaut, der hatte auch einen Trike, nicht einen Zweisitzer, Zweirad. Also er fährt die Fahrräder mit am Fahrrad spazieren. Ja, hat er was gesehen, aber, oder nur zum Schauen. Ich glaube, der hat keine Fahrräder transportiert, sondern nur kontrolliert. Also ich sehe es immer wieder mit so einem Auto und das hat dann einen sehr langen Anhänger drauf, wo es dann so, glaube ich, 20 so Fahrräder drauf kriegst. Okay. Ganz kleines Filmchen noch zum Abschluss, hat gar nichts mit Fahrrad zu tun. Es gibt einen Briten, die Briten sind manchmal komisch, und es gibt einen Briten, der hat aus Transistoren sich einen 16-Bit-Prozessor gebaut. Ja, ah, ja. Ja, und da gibt es ein kleines Filmchen dazu, das ist sehr abgefahren. Ja, ist cool, funktioniert auch, ist 10 Meter lang und 4 hoch, glaube ich, und sind, weiß nicht, wie viele Panels aus. Also und eine halbe Million hat es gekostet, also ein Megaprojekt. War teuer, oder? Ja, ja. Ja, und ich weiß nicht, wie viele Jahre, aber es ist irgendwie ein nettes. Viele LEDs dran, damit man auch schön zuschauen kann. Ja, ganz schön. Das war auch seine Motivation, weil es stand so zumindest in den Artikel, den ich drüber gelesen habe, dass man das sich wieder vorstellen kann, wieder die Ströme laufen, das also aufgebaut ist. Verlinkst du es in den Shownotes? Ja, ich hoffe, ich finde es wieder. Ja. Und wenn wir bei dem Thema sind, erstens, das hat mehrere Frequenzen, das heißt also, man kann entweder den laufen lassen mit 4 MHz oder sowas oder so verlangsamen, dass man zuschauen kann. Und was mir jetzt auch eingefallen ist, der Quelltext des Apollo 11 Computers wurde veröffentlicht. Ja. Haben wir angeschaut, man kann ihn aber nicht gut lesen. Das ist aber die Tickets dazu sind teilweise super. Die Tickets? Ist auf GitHub veröffentlicht. Und jetzt machen die beiden Tickets dazu auf, teilweise sind nur Schwachsinn. So nach dem Motto, ich habe ein Problem. Und dann kommt, schickt man einen Screenshot, welches Problem du hast, und dann siehst du ein Panel, wo ihr das leuchtet. Und welche Version von Apollo fliegst du gerade? Und so. Schönherzig. Kannst du das verlinken in die Shownotes? Werden wir hoffentlich finden, ja. Okay. GitHub. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Mhm. Nächsten Dienstag bei Schönwetter im alten AKH, bei Schlechtwetter in der Zypresse. Mhm. 19:30 Uhr. Wir freuen uns auf Ihr Kommen. Bis dann. Bis dann. Tschüss. Ciao. Ciao.